analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Sprachwissenschaftler, Paul, und eine Philosophin, Rebecca. Ich bin Rebecca, ja. Genau, sorry. Und und wir beschäftigen uns mit Wissenschaft und Popkultur und allem dazwischen. Und bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, vielleicht für die Leute, die uns regelmäßig folgen, noch kurz die Info. Wir sind jetzt sozusagen wieder ganz nah an euch dran, denn wir hatten ja in der letzten Folge, die ihr sozusagen jetzt vor einer Woche gehört habt, wenn ihr uns regelmäßig hört, ja noch gesagt, so, oh, danke für das Thema moralische Alltagsdilemmata 2 und eure Vorschläge. Wir brauchten nämlich eine kurze Pause wegen vieler Tagungen und Vorträge. Und deswegen haben wir die Folgen ja so ein bisschen auf Vorrat aufgenommen und dann, damit wir ein bisschen sozusagen Zeit haben, jetzt um andere Dinge zu erledigen. Jetzt nehmen wir aber eine Folge auf, die dann tatsächlich auch direkt diese Woche erscheint und sind sozusagen wieder live an euch dran. Ja, wir nehmen Montag auf und es kommt Sonntag raus, ja, wenn genau. Es gut läuft. Ja, genau. Das finde ich immer irgendwie voll schön, wenn wir wieder live bei euch dabei sind und freue mich deswegen. Das wollte ich einfach nur kurz mal sagen. Ja, aber ich bin trotzdem auch froh, wenn wir zum Beispiel diese oder nächste Woche noch zwei Folgen aufnehmen und dann wieder eine so auf Puffer haben. Weil ich denke immer so, wenn jemand krank wird oder wenn wir es dann doch nicht schaffen, ist ja auch blöd, wenn man dann, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man mal eine Woche keine Folge hat, aber es ist ein bisschen entspannter, wenn wir ein paar Folgen auf Vorrat haben. Und bis jetzt haben wir immer jede Woche eine Folge geschafft. Das stimmt. Also meistens schaffen wir ja auch oft, jede Woche eine aufzunehmen, manchmal halt zwei. Mhm. Aber jetzt haben wir so alle aufgebraucht, alle Pufferfolgen. Jetzt ist sozusagen unser Speicher leer. Und ja, genau. Also so viel Transparenz muss sein. Ja, genau. Und heute aber wieder mit einem super spannenden Thema, das wir eigentlich schon länger mal ansprechen wollten, weil wir das Gefühl hatten, das ist so ein grundlegendes Thema, was bei total vielen Diskussionen immer und immer wieder aufkommt, nämlich das Thema Toleranz. Und wir wollten so ein bisschen auch die Frage zum einen in den Raum stellen, was ist eigentlich Toleranz? Und zum anderen, muss man eigentlich alles tolerieren? Weil das, was uns ja an dem Thema interessiert, ist, dass das in ganz vielen Debatten immer wieder gefordert wird, okay, das ist halt meine Meinung und du musst meine Meinung tolerieren. Und ne, in dem gleichen Maße, wie auch immer über Meinungsfreiheit und Redefreiheit geredet wird, das könnten wir uns vielleicht auch mal anschauen, so in der Zukunft so als Konzept, weil auch da kann man sich ja fragen, stimmt das überhaupt, wenn Leute sagen, du musst mir meine Meinung, ich darf meine darf sagen, was ich will. Ja, zum Beispiel. Ja. Genau, aber heute gucken wir uns eben an, da muss man wirklich alles tolerieren. Und wir gucken uns einen speziellen Text an, beziehungsweise ein Kapitel eines Buches von dem deutschen Philosophen und Politikwissenschaftler Rainer Forst. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Toleranz im Konflikt. Und wir gucken uns das erste Kapitel an, wo er Toleranz definiert und so ein bisschen den Begriffsrahmen steckt, weil das da super viel Interessantes passiert. Und wir wollten halt ein bisschen gucken, was kann man da eigentlich rausziehen, so für diese ganzen Debatten eben. Ja, ja. Genau, und ich habe im Vorfeld, weil ich dachte, es ist ja auch immer ganz gut, so ein Beispiel zu haben, worüber man reden kann, also etwas, was man tolerieren sollte vielleicht, was aber nicht so krass normativ aufgeladen ist, ne? Weil in der Debatte geht es natürlich viel um sowas, wie muss ich andere Religionen zum Beispiel oder überhaupt Religionen tolerieren. Ja, oder inwiefern und inwieweit. Genau, und welche oder bestimmte Praktiken, religiöse, kulturelle Praktiken oder so. Das sind ja oft diese Themen, aber man kann ja auch ein bisschen so lighthearted starten. Und deshalb habe ich so gegoogelt oder die Suchmaschine meines Vertrauens genutzt, die im Idealfall Ecosia ist, natürlich Google. Habe ich auch tatsächlich geguckt. Nach Toleranzbeispiele. Und da habe ich so einen Artikel gefunden. Da war das große Beispiel, muss ich tolerieren, dass mein Mitbewohner so ein bisschen unordentlicher ist als ich. Da würde ich gerne an dich die Frage direkt weitergeben. So ganz spontan, ohne dass wir noch in den Text gehen. Findest du, man muss tolerieren? Oder findest du überhaupt, dass man in dem Kontext von Toleranz spricht, wenn man die Unordentlichkeit der MitbewohnerInnen betrifft? Das finde ich fies, weil das ein Beispiel ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Begriff, ja, also ich merke auch so, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich sofort gemerkt, ja witzig, Toleranz ist irgendwie so ein großer Begriff, eine Zeit lang auch gewesen und dann habe ich fast nichts mehr davon gehört und ich habe das Gefühl, was du jetzt machst, ja ein Beispiel mit so Alltags, also tolerieren, ne? also ist es nicht dieser große, philosophisch aufgepumpte Begriff Toleranz, sondern es ist einfach, muss ich das tolerieren, dass jemand unordentlich. Aber man kann ja trotzdem auch den großen Elfenbein-Toleranzbegriff der PhilosophInnen nehmen und auf dieses Beispiel anwenden, ja, weil im Idealfall sind ja die großen Konzepte auch für die irdischen BürgerInnen relevant. Ich sag trotzdem erstmal meine Alltagsintuition, ja. Und zwar habe ich das Gefühl, hinter seiner Türschwelle ist es mir egal. Ja. Also kann alles rumfliegen und die Wäsche und so und die Pizzakartons stapeln sich oder so. Aber wenn in diesen Pizzakartons das ganze Besteck ist,
dann würde ich klopfen und sagen so, ey, das geht so nicht. Ja. Dann würde ich quasi, wenn das schon die Grenze einer Toleranz wäre, würde ich halt sagen so, hey, pass auf, es sind unsere gemeinsamen Gabeln, ich will auch mal wieder was mit einer Gabel essen, häng die doch okay, wenigstens ja. zurück. Aber was ist zum Beispiel, wenn deine MitbewohnerInnen auf jeden Fall die Küche in so quietschgrün streichen wollen? Das sieht ganz furchtbar aus, deiner Ansicht nach. Nehmen wir an, es ist furchtbar für dich. Ich weiß nicht, ob quietschgrün für dich furchtbar ist. Aber das weiß ich nicht. Musst du das tolerieren? Ich habe das Gefühl, da würde ich sagen, da fällt, glaube ich, gar nicht das Wort Toleranz, ist da schon zu groß oder zu stark drunter. Also ich habe das Gefühl, wenn die Leute sagen würden, ich habe wichtige Gründe, also sowas wie, keine Ahnung, also irgendwie wichtige zentrale Normen oder Werte meiner Persönlichkeit stehen dahinter und diese Person würde mir das irgendwie plausibel machen oder so, dann hätte ich überhaupt erst das Gefühl, dass jetzt Toleranz anschlägt und ich sagen muss, ja, ich toleriere deine Werte und deine Haltungen. Und wenn ästhetische die was, Werte und die, zum Beispiel. Ach so, ästhetische grüne, ja, quietschgrüne Lieblingsfarbe. Das, ja, aber da habe ich wieder das Gefühl, so, aber das ist doch nicht Ästhetik, oder? ich weiß es nicht. Ich bin ein erwachsener Mensch, ich habe keine Lieblingsfarbe mehr, aber ich habe gelernt, dass es auch Erwachsene gibt mit Lieblingsfarben, von daher. Also sagen wir mal, wenn jemand, also ich versuche mal ein Beispiel zu machen, ob, vielleicht ist es so vergleichbar, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt in unserem gemeinsamen Wohnungsflur ein Kunstwerk hängen, was mir sehr viel bedeutet oder was ich toll finde, was ich überzeugend finde. Und ich persönlich, entspricht das nicht, es entspricht nicht meinem Geschmack oder so, dann würde ich das hinnehmen und ich wäre für mich auch eine Art von Toleranz. Okay. Dann würde ich sagen so, hey, das ist dein Geschmack und du denkst, es passt hier gut hin, alles klar, okay, ich habe kein Problem damit, das ist dein Kunstwerk, dein Geschmack und wenn jemand kommt und sagt, was ist denn das? Und dann sage ich ja, keine Ahnung, das ist das Kunstwerk meines Mitbewohners, der findet das total cool und dann muss ich ja dann... Das ist zum Beispiel ein nacktes Porträt von ihm im Sinne von so altischen griechischen Büsten. Das finde ich richtig sympathisch auch ein bisschen. Okay. Nein, Quatsch, aber ich habe das Gefühl, da würde ich dann so ein bisschen das könnte ich irgendwie, verstehst du, was ich meine? Da ich das Gefühl, da könnte ich irgendwie mit so Toleranz irgendwie arbeiten als Begriff. Ja, also so dieses, ich kann irgendwie die Werte, die hinter dieser Entscheidung stehen, irgendwie akzeptieren und so. Man muss selber nicht dahinter stehen, aber nehme das so hin, sozusagen, ne? Und habt ihr ja auch dadurch die Möglichkeit, wenn man sagt, was ist denn das? Wieso steht das in eurer Wohnung? Dann sage ich so, naja, wir teilen uns die Wohnung. X war super wichtig und ich akzeptiere das halt. Ja. Und dann, glaube ich, könnte das funktionieren. Diese grüne Küche finde ich ein bisschen zu krass, weil ich glaube nicht, dass jemand ein plausibles Argument hätte, warum die Küche unbedingt grün sein muss. Das kann ich mir aus keinen Werten irgendwie plausibel herleiten oder so. Weißt aber würdest du dann sagen, nein, die Küche wird nicht grün oder wie? Oder würdest du es schon machen, aber du würdest dann nicht von Toleranz reden, sondern ja, von, genau. Aber von was würdest du denn reden? Puh, keine Ahnung. Kompromissbereitschaft. Also du willst dann dafür was haben, ne? Dass die Leute die Küche kriegen. Nein, gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, so, wenn jemand, also keine Ahnung, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen unbedingt die Küche grünscht, also wenn jemand sagt, das ist mir super wichtig oder so. Nee, aber du kommst dann aber mit dieser komischen Wichtigkeit. Nehmen wir doch mal an, hier, du kommst nach Hause, ne, für langer Tag an der Uni und dann ist die Küche grün. Ja. Ja. Musst du das jetzt tolerieren? Aber ja, ich weiß nicht, ob es gut tolerieren passt. Fährst du jetzt zum Baumarkt und holst du weißt du was? Ja, ich versuche nur dein Sprachgefühl zu testen. Es passt einfach nicht, weil das ist nichts, wo dahinter irgendwelche Werte oder Normen stehen, die irgendwie ein ganzes System implizieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit tolerieren muss man, also wenn ich zum Beispiel mich wegen irgendwas aufrege, wo ich andere vielleicht Leute sagen würden, das musst du tolerieren, also was weiß ich, wenn jemand direkt neben mir steht und raucht oder sowas, ne? Keine Ahnung. Dann würde ich halt zum Beispiel sagen, für mich wäre das Problem gar nicht, nicht nur das Rauchen an sich, sondern dass ich als eine Art von vielleicht Übergriffigkeit in Bezug auf meine eigene Freiheit oder auf mein Verständnis von meiner körperlichen Eingeschränktheit oder so sehe. Und dann kann ich mit Toleranz arbeiten. Also ich habe das Gefühl, ich muss das irgendwie auf so ein dahinterliegendes Normensystem beziehen können. Mhm. Oder vielleicht dem anderen noch unterstellen, dass er das auf Basis eines Normensystems macht. Deswegen diese grüne Küche alleine, habe ich irgendwie das Gefühl, passt nicht in mein Konzept von Toleranz. Da muss irgendwie immer sowas, das muss was Größeres sein. Ja. Okay. Ja. Das ist mein Versuch natürlich fehlgeschlagen, jetzt mal was Leichteres zu holen, weil du brauchst was Größeres offensichtlich. Ja, als Beispiel. Ich glaube schon. Ja. Bevor wir uns den Text angucken von Forst, wollen wir noch mal kurz, wir hatten ja auch bei Instagram gefragt, was Leute eigentlich unter Toleranz verstehen. Vielleicht passt es ganz gut zu gucken, was da so kam und ob das auf die grüne Küche passt, auf die RaucherInnen-Situation.
Ja, wir hatten ja vielleicht noch bewusst, damit niemand sich hier sozusagen jetzt, wir haben jetzt hier einen differenzierten Text gelesen und sagen wir, eure Antworten sind so kurz, weil es natürlich Instagram ist und wir auch gesagt haben, eure spontanen ersten Ideen zu Toleranz, was genau, es ging auch um Intuition genau. Vor allen Dingen. Genau. Und da wurde erstmal das ist sowas, wurde gesagt, sowas wie, dass es in erster Linie um Kommunikation und wechselseitigen Respekt geht. Ja, finde ich spannend. Das kommt ja in dem Text auch in bestimmten Ausschnitten vor. Mhm. Auch, dass es eine Haltung gegenüber anderen Mitmenschen erstmal prinzipiell ist und dass es darum geht, andere Meinungen auszuhalten, was ja ganz gut passt zu deiner Intuition, ne, mit der wir die Folge gestartet haben. Also, dass es immer in diesen Debatten darum geht, andere Meinungen musst du tolerieren oder sowas. Ja. Dann ein bisschen differenzierter hat auch jemand geschrieben, dass es zum Beispiel vor 10 Jahren sehr viel über Toleranz geredet wurde und jetzt aber viel weniger. Also und den Eindruck, dass ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja stimmt, das trifft auch irgendwie meine Intuition. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe ja Ende 2002 angefangen zu studieren. Da war das Thema irgendwie relativ groß und so ein ganz wichtiges politisches Schlagwort auch einfach. Mhm. Und es war irgendwann weg. Ich hatte das Gefühl, irgendwie redet keiner mehr über Toleranz. So richtig. Ja, krass, also, das habe ich irgendwie gar nicht. Also so im Alltagssprache oder in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung? Nee, im politischen Diskurs. Ja. Also so ein Schlagwort, was auf Plakaten steht, wäre das heute eher sowas wie Respekt oder eben Nachhaltigkeit oder so Sachen sind plötzlich wichtig. Ne? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich habe irgendwie gar nicht den Eindruck. Aber ich glaube vielleicht, weil ich direkt immer an diese Meinungsfreiheits, diesen Kontext immer denkt, wo die Leute dann sagen, das muss man doch tolerieren und so, und Toleranz und versus Cancel Culture und so ein Kram. Ja, was natürlich erstmal super undifferenziert ist. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, ich meinte jetzt wirklich den politischen Profidiskurs. Also okay, wirklich das mag sein, was da Wahlkampf. Ich habe jetzt keinen Beweis, aber ich wette, wenn man sich aktuelle Wahlkampfsachen jetzt angeschaut hätte, jetzt von diesem Jahr, war Toleranz da, glaube ich, echt auf wenigen Plakaten Thema. Okay, interessant. Aber die Person, die uns geschrieben hat, hatte ja den gleichen Eindruck. Ja, also ja, genau. Kann es ja gut sein. Und dann vielleicht noch eine letzte Sache war, oder so vergleichbare Sachen von 2 Leuten, also das ist auch ein bisschen, dass es in gewisser Weise, dass Toleranz weniger als Akzeptanz ist, dass es so eine Art bloße Duldung ist. Mhm. Ja? Also das heißt, Akzeptanz wäre das Höchste und Duldung und Toleranz wäre darunter, ne? Ja, genau. Und so Duldung dann eher auf gleichem Niveau, so im Sinne von etwas hinnehmen, glaube ich. Das ist auch ganz interessant in Bezug auf den Text, den wir ansprechen. Ja, genau. Also mit der Akzeptanz und der Duldung, ne? Ja, genau. Und dann vielleicht noch zu dieser Duldung, vielleicht ist auch schon der letzte Punkt, den wir noch hatten, dass es so ein bisschen so ein Nebeneinander-Existieren ist. Also als Umschreibung des Ganzen. Also auch als Umschreibung auch dieser Duldung. Mhm. Ja, also diese, finde ich, so, das sind alles Aspekte, die ja bei Forst vorkommen. Ja, also voll interessant. Spannend. Ja. Aber um es jetzt schon ein bisschen spannend zu machen, ein anderer Gewichtung ein bisschen. Ne? Stimmt, ja. Ich würde mich, glaube ich, auch schwer tun. Wir haben ja jetzt den Text gelesen, aber wenn ich jetzt Toleranz definieren müsste, das ist schon schwierig, glaube ich, zu gucken. Und ich glaube, es wird ja alleine dadurch, dass wir schon so unterschiedliche Antworten gekriegt haben und dass es uns vielleicht auch intuitiv schwerfällt, das zu definieren, passt ja auch zu dem, wie Forst so ein bisschen in den Text einsteigt, weil er sagt ja, dass man eigentlich, wenn man sich so Toleranz Diskussionen anguckt, könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass es unterschiedliche konkurrierende Begriffe von Toleranz gibt und dass verschiedene Leute Verschiedenes unter Toleranz verstehen. So. Und er sagt aber, das stimmt nicht, sondern es gibt eigentlich einen gemeinsamen Bedeutungskern und das nennt er halt den Begriff der Toleranz oder das Konzept der Toleranz. Und dann gibt es aber irgendwie verschiedene Interpretationen dieses Kerns und das nennt er Konzeptionen. Ja. Also es gibt so ein Konzept und das musste eigentlich bei allen Begriffen, also bei allen Leuten, die über Toleranz reden, die müssten eigentlich alle vom gleichen Kern ausgehen. Ja. Aber interpretieren diesen Kern halt anders. Ja, das ist so seine ja. These. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht am Ende nochmal drauf kommen, ob wir das Gefühl haben, das stimmt. Aber ich fand es erstmal intuitiv plausibel, weil ich dachte, also sein Punkt ist ja auch ein bisschen zu sagen, wenn wir nicht diesen gemeinsamen Kern hätten, dann würden wir über unterschiedliche Begriffe reden. Ja. Weißt du? Ich fand das auch voll spannend. Ich könnte da auch irgendwie, also vielleicht können wir jetzt ganz kurz schon mal ein bisschen was anteasern oder was dazu sagen, weil mir fiel dazu einfach ein, es gibt halt in der Sprachwissenschaft gibt es ja diese Teildisziplin der Semantik, das ist ja sozusagen die Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen, also wie entsteht eigentlich Bedeutung der sprachlichen Zeichen oder wie können wir das, weil wie das entsteht, kann man ja jetzt nicht, keine Ahnung, neurologisch in unserem Gehirn nachvollziehen, aber man kann ja zum Beispiel verschiedene Theorien darüber aufstellen, wie das strukturiert ist in unseren Köpfen und so. Und eine der aktuellsten Theorien ist die sogenannte Frame-Semantik und die Frame-Semantik geht halt davon aus,
dass mit Wörtern in unseren Köpfen sogenannte Frames, also Rahmen, das ist einfach nur Rahmen, oder auf Deutsch wird das oft auch Wissensrahmen genannt, aktiviert werden. Und das Beispiel für Frames ist halt, und wenn ich zum Beispiel so etwas, wenn ich jetzt euch zwei Wörter sage, nämlich Torte, Kerzen, Konfetti, dann denkt ihr wahrscheinlich Kindergeburtstag oder so, ja. Also, und weil das, diese einzelnen Abschnitte, so, weil wir haben so bestimmte, sage ich mal, ja, Wissensrahmen in unseren Köpfen, ne, also, so wie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ne, ich könnte jetzt andere Wörter, dann würde ich ja vielleicht an Amt denken, also aufs Amt gehen, wenn ich sowas sage, so was sage wie Dokumente, Unterschrift, Stempel oder so, ja. Und weil wir so ganze Handlungsmuster und Wissensmuster in unseren Köpfen haben, und wir können mit unserer Sprache die so andeuten, und das Witzige ist, finde ich, in dieser Frame-Semantik, sagt man halt, dass es gibt sozusagen in Frames gibt es bestimmte Slots, also stellt euch wirklich so einen Raum vor, wo so Öffnungen sind, und in diese Öffnungen passen halt bestimmte Filler, das sind halt bestimmte Wörter, und zum Beispiel diesen Frame Kindergeburtstag, da gibt es eben bestimmte Slots, wie wer feiert, ne, und was sind so typische Utensilien, die bei dieser Feier gebraucht werden und sowas. Und die Idee ist wirklich, dass es so einen stabilen Rahmen gibt, und je häufiger dieser Rahmen reproduziert werden mit Sprache, desto verfestigter sind sie. Und deswegen reicht es, wenn ich nur einen Filler sage und wir haben den ganzen Frame im Kopf. Ja? Also ich meine, jetzt kann ich so super klassische Beispiele nehmen wie Hochhaus und Flugzeug, und wir denken alle an 9-11 oder sowas, ja, weil es uns mega krass in die Köpfe eingebrannt ist oder sowas. Und ich finde das halt spannend, dass er so eigentlich sowas Ähnliches macht, dass er sagt, es gibt so eine Grundbedeutung von Toleranz, ja, und da sind so verschiedene Slots. Und also ich würde jetzt aus einer Frame-semantischen, aus einer Perspektive sagen, im Prinzip beschreibt er von dem Frame, den wir mit dem Wort Toleranz umschreiben, er beschreibt uns eigentlich in seinem Text auf der ersten Ebene, welche Slots es da gibt. Mhm. Und, aber wie wir die füllen, ist halt unterschiedlich. Mhm. Und deswegen entstehen diese vier verschiedenen Konzeptionen. Weil wenn ich das so und so fülle, dann denken wir, ja, stimmt, das ist Toleranz. Aber das da ist doch auch Toleranz. Ja, weil es sind immer noch die gleichen Slots, aber andere Filler. Mhm. Und da können wir vielleicht auch am Ende nochmal so drauf zurückkommen. Ja. Cool, dann passt es ja total gut dazu. Ja, nee, finde ich mega interessant. Und die Filler wären ja dann sozusagen die, was er die sechs Bestandteile nennt. Nee, das sind ja die Slots. Achso, die Slots, ja. Genau, genau. Sorry, meine ich auch, genau. Mhm, die Filler sind ja die Konzeptionen. Ja, genau. Genau, sorry. Genau, also sechs Bestandteile des Begriffs der Toleranz. Vielleicht könnten wir die ein bisschen kurz durchgehen und versuchen aber immer so ein bisschen an einem Beispiel uns abzuarbeiten, je nachdem, ob es halt passt. Ja. Genau. Achso, ich wollte jetzt einfach das erste. Gut, genau. Also beim ersten, das finde ich eben auch wieder interessant. Er sagt ja, das nennt er Kontext und so. Und er nennt ja im Prinzip, für mich war das Wesentliche, was er da halt sagt, im Prinzip gehört es, wenn wir über Toleranz reden, muss da irgendeine Beziehung zwischen einer tolerierenden Seite und einer tolerierten Seite sein, wie auch immer die ist. Und das finde ich immer, ist einfach ein gutes Beispiel für diese Slot- und Filler-Sache, weil jetzt kann ich da ja alles einsetzen. Ich kann sagen, ich und mein WG-Mitbewohner mit dem seltsamen Kunstwerk. Ne? Ja, aber auch zum Beispiel Staat und die BürgerInnen oder Religionsgemeinschaft und andere Religionsgemeinschaften. Ja, genau, sowas. Genau. Also es kann sowohl groß als auch klein sein. Kann eine Gemeinschaft sein, kann eine Einzelperson sein, kann eine Institution sein. Genau. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend. Also das ist irgendwie, finde ich, ist ja erstmal plausibel, dass man sagt, ja klar, worauf beziehe ich denn den Begriff Toleranz, wenn ich so einen Satz sagen würde wie, mein Kühlschrank toleriert die Hitze der Mikrowelle oder sowas, dann werden sofort Leute sagen, ja, okay, der hält sie irgendwie aus, er meint wahrscheinlich irgendwie sowas. Genau, das ist dann so metaphorisch. Oder wenn man so sagt, mein Körper hat eine Stresstoleranz von so und so oder so. Das kann man natürlich auch sagen, aber von diesem Begriff reden wir ja nicht. Ja, genau. Da würden wir sofort denken, das ist eine metaphorische Verwendung. Metaphorisch heißt ja im übertragenen Sinne. Und woher wird er übertragen? Von der Kernbedeutung, die uns Forst hier beschreibt. Genau. Was halt auch noch zum Kontext gehört, sagt er, sind sowohl die Subjekte der Toleranz als auch die Objekte. Und mit Subjekte meint er einfach wieder die Personen oder die Gruppen, um die es geht. Und die Objekte sind zum Beispiel Überzeugungen oder Haltungen oder Praktiken, also etwas, was eben toleriert wird. Ja. Das, worum es halt geht. Ja, das finde ich auch eine super. Können aber auch Menschen sein. Natürlich kann man auch Menschen tolerieren. Ja. Aber oft geht es ja wirklich um sowas wie, toleriere ich jetzt, dass die Person neben mir raucht? Toleriere ich jetzt das komische Bild? Toleriere ich jetzt, was weiß ich, dass Leute die und die Partei wählen oder so? Ja, genau. Nee, und die politische Überzeugung haben, genau. Ich finde es auch gut, dass er das so differenziert, ne? Weil man, also natürlich braucht man so ein Verhältnis von menschlichen AkteurInnen, die handeln, ja, und die können ja einander beurteilen anhand der Handlungen, und da muss ja nicht sofort insgesamt eine Person
tolerieren oder nicht tolerieren, wenn man eine Handlung nicht mag. Dann kann man sagen, diese Handlung genau, ist es geht um die Praktik oder genau, die, genau. Über die Überzeugung, ja, aber ja. Es kann theoretisch auch um Personen gehen, natürlich. Ja, ja, genau, genau. Also man toleriert den Papst oder so als Institution jetzt. Ja, ja, das hast du dich, glaube ich, also als Institution ist ja was anderes als Person. Institutionelle Figur. Ja, aber dann ziehst du auch auf die ganze Kirche oder so. Ja. Ich meine, wenn du den Papst, wenn du sagst, ich toleriere die katholische Kirche, aber den Papst nicht, das geht mir zu weit. Na gut, die einzelne Person. Ja, genau. Dann ist es aber der konkrete Papst zum Beispiel. Ja, okay. Ich dachte, du meinst die Institution des Papstes, aber nicht. Das geht mir zu weit. Egal. Nee, ich weiß auch nicht genau. Ich dachte, ich kurz irgendein griffiges Beispiel für eine Person, da ist mir der Papst eingefallen. Und dann habe ich natürlich sofort im nächsten Satz die Institution gesagt, weil ich bei mir klar war, es geht um die Institution, wenn dann wahrscheinlich. Mhm. Außer es geht wirklich um einen konkreten Papst, weil man mit der Meinung von dem Papst nicht d'accord ja, ja. Also ich kann plausibel. Aber dann geht es ja auch wieder um die Überzeugung eigentlich. Also ich kann mir einen plausiblen Kontext konstruieren, wo irgendein Bischof sagt, diesen Papst kann ich nicht tolerieren, weil er irgendwie meint, er verhält sich nicht so, wie ich es für papsttauglich halte. Genau, aber dann meint er ja. Damit oder, genau diese Person ja. Die Handlungsweisen. Ne? Genau, aber dann meint er wahrscheinlich eher Praktiken oder Überzeugung oder beides. Ja, ja, aber die dann innerhalb der Kirche sind. Ne? Genau. Ja, ja. Ja, aber wir genau. Müssen ja eigentlich auch gar nicht, also. Es ist nicht so weit es gehen. Es ist ja nur ein Beispiel, genau. Und dann gehört natürlich auch sowas wie Konsequenzen damit rein. Also was, welche Handlungen werden jetzt eigentlich geh- oder verboten zum Beispiel? Ja. Also genau. Je nachdem, ob ich etwas oder eine Überzeugung toleriere oder nicht, kann es ja sein, dass ich dann einfach zum Beispiel die Klappe halte und nichts sage. Das könnte eine Konsequenz sein, wenn ich toleriere. Oder dass ich halt auf einer staatlichen Ebene bestimmte Dinge erlaube oder so. Oder verbiete halt, wenn ich nicht toleriere. Mhm. Ja, ich finde halt ein gutes Beispiel dafür war, wir hatten noch diese Folge, boah, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber wir hatten noch diese Folge, wo diese Untersuchung war mit diesen Kindern, die wo so Kinder irgendwelche Urteile fällen sollten, wie finde ich das moralisch verwerflich? Mit dem Hund, den man essen. Ah, genau, darf ich meinen Hund essen? Ne? Darf man seinen Hund essen? Ist eigentlich ein gutes Anschlussthema, fällt mir gerade. Also stimmt, darf ich tolerieren, wenn Leute ihren Hund essen? Ja, genau, stimmt, genau. Ja. Und da war ja auch dieses Beispiel mit den Kindern, die gefragt worden sind, ein anderes Kind zieht in die Schule sich komplett blau an oder so. Mhm. Und versus ein Kind schubst ein anderes von der Schaukel, um selber zu schaukeln. Und da sagt ja die absolute Mehrheit, das geht nicht. Und da würde ich quasi sagen, da würde man eben ein Verbot machen oder ein Gebot zu sagen, das macht man nicht. Man schubst nicht jemanden weg von einem Ort, an dem man gerne selber sitzen will oder so. Genau, aber dann würde man ja auch nicht von Toleranz reden, ne? Bei der Schaukel meine ich. Ja, das stimmt. Aber wieso können wir ja gleich sagen, warum wir nicht von Toleranz reden würden. Ja, aber, stimmt. Okay, du hast recht. Ja, du hast recht. Aber das mit dem Hund ist vielleicht ein gutes Beispiel. Mhm, so. Ja. Also, weil da habe ich das Gefühl, da macht es vielleicht eher Sinn, von Toleranz zu sprechen. Also, ob man dann, wenn man aus Versehen seinen Hund überfahren hat, ob man den essen darf. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für Toleranz. Oder auch diese anderen Beispiele mit fallen da noch, Versprechen brechen vielleicht nicht. Ja gut, diese Sache mit dem Hühnchen und so. Soll ich zu ins Detail gehen, damit wir nicht wieder hier irgendwie Leute abschrecken. Aber lass erstmal weitermachen, dann gucken, ob die Beispiele genau, vielleicht also dann ganz wirklich passen. Festzuhalten, erstmal, es gibt ein Verhältnis zwischen verschiedenen AkteurInnen, die tolerieren oder toleriert werden oder auch ihre Handlungsweisen spezieller gesehen. Genau. Also einfach der Kontext von dieser ganzen Sache. Alles, was zum Kontext dazu gehört. Ja, ja. So, dann gibt es, wie er sagt, eine Ablehnungskomponente. Das heißt, man toleriert, also wenn wir davon reden, dass wir Überzeugungen tolerieren, dann meinen wir damit ja auch, dass wir diese Überzeugungen für falsch halten. Weil wenn wir sie nicht für falsch halten würden, dann würden wir sie entweder für richtig halten und dann würden wir nicht von Toleranz, sondern von Zustimmung reden. Mhm. Oder es wäre uns halt total egal, aber dann ist es halt Gleichgültigkeit und nicht Toleranz. Ja. Damit wir von Toleranz reden, müssen wir in einem irgendwie auch, wie er sagt, normativ gehaltvollen Sinne etwas ablehnen. Also mit normativ gehaltvoll ist eigentlich wahrscheinlich sowas gemeint wie, okay, es muss schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wichtig sein. Mhm. Und er sagt, bei normativ geht es nicht primär um moralisch, sondern es können auch ästhetische Gründe sein. Aber es kommt ja schon relativ raus, dass es vor allen Dingen auch um Moral geht. Ne? Naja, es können natürlich auch religiöse Werte sein oder politische oder so. Ich glaube, so unterscheidet schon so diese Teilsysteme der Gesellschaft so ein bisschen als funktionale, weil er später in späteren Beispielen ja auch die so gegeneinander abwägt als Beispiele. Mhm. Aber nochmal das Wichtigste finde ich, also ich finde das auch eine super kluge Erkenntnis. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber klar, das finde ich auch total wichtig, dass man das einmal so sich bewusst macht. Wenn man sagt von etwas, dass man es toleriert, sagt man ja explizit und dann ja implizit sagt man dann ja auch, aber ganz klar trotzdem,
Ich halte das für falsch. Ich lehne das ab, genau. Ja, genau. Sonst könnte man es nicht von Toleranz reden. Genau, genau. Also es ist ein, ich lehne es ab, aber es ist schon okay. Genau, das ist es. Das ist halt das Interessante. Nämlich, ja. Ne? Und genau, ich finde auch diese Unterscheidung zwischen Indifferenz, ich finde das total wichtig mit der Indifferenz, weil ich kenne super viele Leute, die im Sprachgebrauch sagen sowas wie, ja, ich bin mega tolerant, aber in Wirklichkeit meinen sie, ich bin mega indifferent. Also gleichgültig für Leute, ja, genau, die genau. Vielleicht wissen, was es ist. Ja, genau. Ja, genau. Also so im Prinzip, wenn ich sage, mir ist alles egal, ist das zumindest nach Forst nicht Toleranz. Ja, genau. Das finde ich halt total wichtig. Also ich dachte so, ja stimmt, es leuchtet mir voll ein, weil Toleranz irgendwie mehr ist. Genau, und deshalb ist das ja vielleicht mit dem Hund ein ganz gutes Beispiel, weil man so sagt, ich lehne es eigentlich ab, diesen Hund zu essen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, soll ich den Hund essen, würde ich Nein sagen. Aber vielleicht toleriere ich es ja, weil ich das Gefühl habe, naja, es ist halt deren Sache und der Hund war ja auch schon tot so. Das war ja ein Unfall. Ja. Es reicht auch schon, es ist deren Sache, Punkt. Genau, es reicht ja aber es ist, genau, das ist mir nicht egal. Ja, weil genau, ich würde genau. schon sagen, dass ich es ablehne. Deshalb genau, ist es nicht für mich nicht Gleichgültigkeit, sondern Toleranz. Ja. Also zumindest, wenn ich davon ausgehe, dass es wirklich deren Sache ist. Ja, genau. Ja, finde ich, es stimmt, es ist gut. Dass wir und wenn es dir total egal ist, na gut, das mit der Küche ist ja deiner Ansicht nach, aber das mit dem Bild zum Beispiel. Wenn dir dieses Bild halt auch ein bisschen egal ist und du halt einfach sagst, naja, wenn mich jemand drauf anspricht, sage ich halt, das war mein Mitbewohner, meine Mitbewohnerin, dann ist es wahrscheinlich auch eher Gleichgültigkeit als Toleranz, oder? Nee, außer du hast wirklich so eine Ablehnung. Das ist ja unser Flur. Ich habe jetzt das so ganz so angenommen, es steht jetzt unserem Flur drin und die Leute werden mich vielleicht auch so angenommen, ich bin nicht in der Wohnung und jemand kommt zu Besuch oder so und denkt vielleicht, Paul steht auch für dieses Kunstwerk ein. Für diesen nackten Mitbewohner. Ja, genau. Dann wäre das ja, deswegen finde ich schon, dass es mehr als Indifferenz. Genau, aber nur wenn du es ablehnst. Da muss ich mich ja über... Genau. Also nur wenn du es ablehnst. Aber es könnte ja sein, dass es dir egal ist. Weil du zwischendurch hast du, glaube ich, auch gesagt, dass es dir ein bisschen egal ist. Und dann wäre es aber nicht toller. Ja, okay. Vielleicht habe ich es aber auch falsch erinnert. Ja, stimmt. Ja, kann schon sein. Ist auch egal. Ja. Es geht ja nur darum, aber dass sagen wir so, Forst schärft. Würde sagen... Paul, wenn es dir egal ist, ist es nicht toller. Ja, das genau. ist das, was man sich merken muss. Genau. Und dann sagt er halt noch, es ist aber schon auch wichtig, was das so für Ablehnungsgründe sind. Also die müssen schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise vernünftig sein. Ja, ja. Im Sinne von, also verstehbar und irgendwie auch so ein bisschen so allgemein teilbarer Grund, sagt er, glaube ich. Also er sagt, wir brauchen auf jeden Fall Kriterien für eine vernünftige Ablehnung dafür. Das finde ich total gut. Ja, genau. Und er sagt ja, das durchzieht ja auch seinen Text, dass er so ein bisschen sagt, wenn wir nur von diesem Begriff, von diesen einzelnen Bestandteilen ausgehen, dann können sich total leicht so Paradoxien bilden. Mhm. Und je nachdem, dann kommt es halt darauf an, wie man das so füllt, wie die Filler aussehen, also wie die Konzeption ist, damit man diese Paradoxien auflöst. Und er sagt so, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es so vernünftige Gründe sein müssen, die für die Ablehnung sprechen, dann hätten wir so etwas wie die Paradoxie des toleranten Rassisten. Mhm. Das heißt, dass zum Beispiel eine Person, die rassistisch ist und aus rassistischen Gründen andere Menschen ablehnt, dass die dann tolerant wäre, wenn sie halt einfach nicht dementsprechend handelt. Also einfach sagt, ich handle jetzt nicht, also ich sag jetzt, oder ich sag auch nichts dagegen, ich handle jetzt auch nicht dagegen, aber ich habe Vorurteile gegenüber anderen Menschen, aber ich lasse das sozusagen nicht in mein Handeln einfließen, dann wäre diese Person tolerant. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass es keine guten Gründe geben muss für die Ablehnung. Und das wollen wir natürlich nicht, weil dann müssten wir auch sagen, je mehr Vorurteile du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du eigentlich, tolerant zu sein. Ja, genau. Und halt viel mehr Möglichkeiten, aus Sachen abzulehnen. Ich würde das so gerne nochmal anders perspektivieren, weil ich finde eigentlich das Coole ist auch diese Erklärung, die er macht, dass er, also andersrum im Sinne von, also zu sagen, also du hast ja gesagt, das wollen wir ja nicht, dass wir sagen müssen, es gibt den toleranten Rassisten sozusagen. Ich finde es sogar noch cooler, so jetzt aus so einer alltagssprachlichen Perspektive. Wir hatten ja auch ein totales Problem damit angenommen. Man kennt jemanden, wo man irgendwie weiß, die Person hat so latent rassistische Haltungen, aber die hat ihr Leben lang nichts gemacht. Und also ja, nicht irgendwie Leute beschimpft oder Schlimmeres oder sowas. Ja. Und dann würden wir trotzdem uns, glaube ich, auch wehren dagegen. Also es würde in uns einen Widerstand auslösen zu sagen, der ist mega tolerant. Weil wir das Wort tolerant so nicht benutzen. Also das wollte ich nur, also ich finde es auch cool, dass das, was er schreibt, ist ja nicht nur logisch argumentiert gut, sondern es entspricht auch unserer Intuition der Verwendung des Wortes tolerant. Ja, finde ich auch. Das finde ich total gut. Genau, er sagt ja auch, wir dürfen nicht Toleranz als Gegenbegriff zu Vorurteilen nehmen. Also wenn Leute zum Beispiel sowas sagen wie, ich toleriere anders aussehende Menschen, das ist nicht Toleranz.
nach ihm. Das ist keine Form von Toleranz, ja. weil die Gründe für die Ablehnung von anders aussehenden Menschen, was auch immer das heißen soll, ne? aber das sagt er halt in dem Text so. Ja, ja. Aber man hat das ja auch schon mal gehört, dass Leute sowas sagen. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Also die Gründe für die Ablehnung von sogenannten anders aussehenden Menschen sind ja Vorurteile. Ja, und das sind keine vernünftigen Gründe und deshalb sind das keine Gründe, die für die Ablehnung sprechen in so einem toleranten Sinn. Und deshalb ist es keine Toleranz, sowas zu sagen. Ja, genau. Genauso wie Leute dann zum Beispiel, ne, angenommen, man kennt ja, jetzt geht ja wieder auf Weihnachten zu, dann kann man sich ja wieder so ein Familienfest vorstellen. Nicht bei mir, ich habe eine sehr tolerante Familie. Ich erfinde mir jetzt ein Beispiel, wo Onkel Friedhelm oder so am Tisch sitzt und sagt, ich toleriere Transmenschen zum Beispiel. Mhm, auch das wäre keine Form von Toleranz. Mhm, weil die Ablehnung, es muss ja eine Form von Ablehnung geben von Onkel Friedhelm, sonst wird er nicht von Toleranz reden. Ja. Und die Form von Ablehnung, die er ja meint, ist sowas wie, das ist nicht das binäre Geschlechtssystem, das ist nicht Biologie oder so. Ja, Forst sagt ja auch, ne, also das Tolerierte wird prinzipiell als falsch gesehen. Genau. Und das ist halt der Punkt. Und wenn jemand sowas sagt, sieht er dann eben eine andere ein anderes Erscheinungsbild als prinzipiell falsch an. Und deswegen, ne, also das finde ich halt total gut. Und ich finde das einfach echt gut, weil ich habe das Gefühl, total viele Leute, das ist ja auch der Punkt, wieso wir uns diesen Text angucken, ist ja zu gucken, stimmt das eigentlich, wenn Leute immer dieses, ich toleriere, du musst jetzt meine Meinung tolerieren, ob das eigentlich richtig ist in diesen ganzen Diskussionen. Mhm. Und da müssen wir uns natürlich erstmal fragen, also was das überhaupt bedeutet, tolerant zu sein und was überhaupt eine tolerante Überzeugung oder Praktik oder Einstellung einer anderen Person gegenüber ist und was nicht. Mhm. Und da finde ich es irgendwie wichtig zu sagen, genau, Toleranz bedarf immer Ablehnung, aber Ablehnung aufgrund von vernünftigen Gründen. Ja. Und deshalb muss ich die Überzeugung von Onkel Friedhelm zum Beispiel nicht tolerieren. Ja. Oder er toleriert ja auch selber nicht. Aber ich muss auch seine Ansicht nicht tolerieren, weil es ja nicht Toleranz ist. Ja, genau. Nee, das ist mega komplex wahrscheinlich. Nee, aber ich finde das gut. Weil du hast doch, wir haben, also vielleicht klaue ich dir jetzt was, aber wir haben ja, als wir uns ein bisschen auf die Folge vorbereitet haben, hast du ja dieses Beispiel gebracht mit dem Wählen der FDP. Willst du das nochmal sagen? Weil ich finde, das passt. Ja, das Witzige war, als Paul und ich uns vorbereitet haben, hat Paul halt gesagt, ja, wir müssen doch immer irgendein Beispiel bringen. Erzähl doch mal irgendein Beispiel von Toleranz. Und dann meinte ich halt so, angenommen, ich habe jetzt bei der Bundestagswahl die Grünen gewählt und du hast die FDP gewählt, das ist jetzt auch wieder ein ausgedachtes Beispiel, dann toleriere ich deine Überzeugung, dass die FDP die richtige Partei ist, zu wählen. Und dann, was bedeutet das? Naja, ich lehne die FDP als die Partei, die ich wählen würde, ab. Und zwar aus Gründen, die das Wahlprogramm betreffen zum Beispiel. Dass ich einfach mit manchen Punkten da nicht einverstanden bin und deshalb habe ich diese Christen so gemeint. Ja, weil du hast jetzt einen Fehler gemacht und ich kann genau sagen, ich habe ja auch schon gesagt, irgendwas stört mich an deinem Argument und jetzt weiß ich was, aber sag bitte zu Ende. Ja, also deshalb lehne ich das ab, dass du die Partei wählst, aber ich würde es trotzdem tolerieren, aus Gründen, die jetzt auch später noch kommen. Nee, du hast ja lustig, jetzt hast du ja bisher anders gesagt, ich lehne das ab, dass du die Partei bist, aber da würde ich, du hast ja eben gesagt, ich lehne es ab, dass diese Partei die richtige Partei ist, um das und das zu wählen. Genau, um die Regierung zu leiten oder sowas. Ich lehne das ab. Und dass du das ablehnst, ist ja voll okay. Also, und das ist ja auch dein Recht. Und ich habe das Gefühl, Toleranz. Also, es ist doch nicht, das Tolerierte ist prinzipiell als falsch gesehen, es ist doch nicht prinzipiell falsch, die FDP zu wählen. Ist doch gut, also wenn du sagen würdest, statt FDP, AfD, die ich jetzt persönlich für eine Partei halte, die nicht für demokratische Werte einsteht, da habe ich einen rationalen, guten Grund nach Forst, um zu sagen, das toleriere ich nicht, dass jemand diese Partei wählt. Okay? Ja, aber ich toleriere ja, dass du die FDP wählst. Ich toleriere, es ist ja nicht, dass ich das nicht toleriere. Aber das ich lehne, du hast, verstehst mich falsch. Okay. Ich lehne es ab, aber ich toleriere es. Die AfD würde ich nicht tolerieren. Aber tolerieren heißt doch, dass es prinzipiell falsch ist. Ja, weil ich die FDP nicht für eine gut wählbare Partei halte, ehrlicherweise. Ich finde das, du findest also in meinem Beispiel. Das ist eine undemokratische Haltung. Also wir befinden uns hier in meinem Beispiel, in dem ich die Grünen wähle und du die FDP. Heißt ja nicht, dass es stimmt. Ja, ja, ja. Das stimmt wirklich nicht. Ich mache nur ein Beispiel. Ja. Weil wir suchten ja ein Beispiel, wo man von Toleranz redet. Und du verstehst mich falsch, weil ich würde auch sagen, die AfD zu wählen, das würde ich nicht tolerieren, ehrlicherweise. Weil meiner Ansicht nach ist es keine demokratische Partei. Und wir werden später noch lernen, dass wenn die Ablehnungsgründe zu tiefgehend sind,
dann können wir das nicht mehr tolerieren. Und das wäre bei der AfD meiner Ansicht nach der Fall. Aber bei anderen Parteien, allen anderen Parteien nicht. Alle anderen Parteien, also ich gehe mal davon aus, ich weiß, welche die richtige Partei, ja genau, alle demokratischen Parteien, genau. Wir reden nicht von anderen kleinen, furchtbaren Parteien. Was soll ich jetzt sagen? In meinem Beispiel lehne ich es ab, die FDP zu wählen. Ja, du lehnst es ab, okay. Ja, ja. Ich lehne es ab, die FDP zu wählen. Für dich? Das ja, aber du, auch für dich. Du kannst doch nicht für mich ablehnen, was ich wähle. Ja, aber dann kannst du ja genauso gut sagen, ich kann es nicht für dich ablehnen, dass du rauchst zum Beispiel oder so, falls du rauchst. Du rauchst das nicht, aber wir bleiben ja hier nur im hypothetischen Beispiel. Hm. Und dann sage ich doch auch, ich toleriere, dass du rauchst. Aber das heißt ja, also heißt es nicht meistens irgendwie beides, dass man es für sich selber ablehnt, aber auch für die andere Person? Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ey, warum wählst du denn die FDP? Die macht überhaupt nichts für dich in deiner Situation, zum Beispiel. Wir befinden uns immer nur in diesem hypothetischen Beispiel. Dann lehne ich es zum Beispiel ab, die FDP zu wählen, und zwar auch für dich. Nicht nur für mich selber, auch für dich. Mhm. Aber ich toleriere es trotzdem, weil ich Gründe dafür habe. Okay, dann habe ich es vielleicht zu stark gelesen. Okay, du hast recht. Vielleicht ist es, ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob wann man so sagt, man lehnt es für sich selber ab, und wann man sagt, man lehnt es für die andere Person ab. Ich habe das Gefühl, das verschwimmt total oft so. Oder? Aber geht es um einen selber überhaupt? Es schreibt doch extra prinzipiell als falsch. Sagt er wirklich prinzipiell? Sagt er das Wort prinzipiell? Lass doch mal nachgucken, dann machen wir kurz Pause. Okay, also wie immer, wenn wir was nachgucken, hat Rebecca recht. Und genau, also es ist nicht prinzipiell, sondern er sagt halt, das tolerierte normativ, es muss... normativ gehaltvoll. Also, Moment, ich kann es auch vorlesen. Von größerer Bedeutung für den Begriff der Toleranz ist es, dass die tolerierten Überzeugungen oder Praktiken in einem normativ gehaltvollen Sinne als falsch angesehen bzw. als schlecht verurteilt werden. Mhm. Ja, und dieses mit normativ gehaltvoll meint ja, dass es eben gute Kriterien, vernünftige Kriterien für eine Ablehnung gibt. Und das ist genau, das wären halt so Punkte zum Beispiel im Parteiprogramm. Ja, genau. Also prinzipiell falsch, die FDP zu wählen, finde ich jetzt, das wäre mir auch zu stark. Okay. Und ich würde auch dieses als schlecht verurteilt, das würde ich auch nicht sagen. Ja, aber ich glaube, er macht ja auch so ein Spektrum auf. Ja, er macht ein Spektrum auf. Ja, ja. Aber also ich möchte das nochmal einmal kurz, damit das nicht irgendwie komisch rüberkommt. Ich finde es wichtig zu wählen, alle demokratischen Parteien, die es gibt. Aber trotzdem habe ich ja eine bestimmte Einstellung. Es ist ja eh nur ein hypothetisches Beispiel, wie wir alle wissen. Das heißt ja nicht, dass Rebecca das denkt. Aber es gibt ja, man wählt ja im Idealfall aus bestimmten Gründen Parteien, aus bestimmten Werten und schließt andere Werte, andere Parteien aufgrund von Werten für sich aus und dann vielleicht auch für andere, dass man so den Kopf schüttelt und sagt, wie können denn die Leute nur die und die Partei wählen? Mhm, und man toleriert es aber trotzdem, weil man das Gefühl hat, es ist aber trotzdem irgendwie deren Sache. Ich lehne es ab und ich lehne es vielleicht auch für die Person ab, aber ich lehne es nicht prinzipiell ab. Das würde man nur bei undemokratischen Parteien sagen. Ja, ist doch eine gute Überleitung zu drittens. Genau. Drittens, Ja, vielleicht mache ich, weil du das jetzt zweitens erklärt, dann mache ich wieder drittens. Ne? Also bei drittens nennt ihr sozusagen, könnte man sagen, so ein bisschen im Gegenzug zu der Ablehnungskomponente, sagt ihr, gibt es auch eine Akzeptanzkomponente. Nämlich, dass es zwar diese Praktiken oder Handlungsweisen oder Werte gibt oder so, oder Urteile, die man als falsch oder schlecht sieht, aber es gibt auch andere positive Gründe, die dennoch dafür sprechen und das Positive überwiegt. Ne? Also ich glaube, das passt ja gut zu deinem Beispiel, dass du sagst, ich nehme das jetzt auf, ich gebe mich geschlagen. Ja, du kannst sagen in deinem Beispiel, ich toleriere es, dass du die FDP willst, weil du sagst, ich halte das eigentlich für falsch, die zu wählen. Das ist die Ablehnungskomponente meiner Toleranz. Genau. Aber es gibt einen wichtigeren Grund, dass ich das trotzdem akzeptiere, dass du die FDP wählst, weil du ist damit deine demokratische Pflicht tust. Und es immer noch eine demokratische Partei genau, ist. Die Demokratie immer noch besser als nicht zu wählen oder immer noch besser als eine andere Partei zu wählen vielleicht. Also eine bestimmte Ansicht. Eine undemokratische Partei. Genau. Genau. Ne? Und dann sagt man, und dann gibt dann so Beispiele, sagt, man könnte jetzt zum Beispiel sowas machen wie ästhetische gegen ethische Gründe. Also ich könnte ja zum Beispiel so etwas sagen wie ich finde diese Art, ich finde Horror-Slasher-Filme total furchtbar und glaube vielleicht sogar daran, dass sie verboten werden sollten, weil sie Gewalt auslösen, aber vor dem Hintergrund der Kunstfreiheit akzeptiere ich es. Also Ablehnung ist ein ästhetischer Grund, ich finde das hässlich oder blöd oder abstoßend, aber der
Die Akzeptanzkomponente ist ethisch, vielleicht normativ sogar, dass ich irgendwie sage, Kunstfreiheit ist am wichtigsten und mein Gott, die Leute können das dann sich dann angucken, wenn sie unbedingt wollen. Ja? Mhm. Und dann überwiegt das sozusagen. Und ich finde das andere Beispiel, was er gibt, auch total gut. Er sagt, es muss auch nicht jedes Mal ein System gegen ein anderes System abgewogen werden, also Ästhetik gegen Ethik oder so. Und er sagt, es gibt auch zum Beispiel im Glauben, jetzt in der christlichen Religion könnte man zum Beispiel sagen, in einer bestimmten Auslegung oder Lesart der christlichen Religion kann man ja zum Beispiel sagen, dass es Leute gibt, die nicht christlichen Glaubens sind, muss aus Sicht dieser Religion toleriert werden, weil man eben sozusagen, weil es Gottes Wille ist, so läuft ja das Argument dann, wenn es da ist in der christlichen Religion, weil es Gottes Wille ist gegenüber den Nichtglaubenden eben, ist es eben moralisch geboten, das zu tolerieren und vielleicht sich vom anderen Glauben zu überzeugen, aber eben nicht mit Gewalt oder so oder mit anderen Mitteln zu zwingen. Das war ja auch anders in anderen Zeiten. Das soll jetzt hier nicht untergehen. Aber er sagt halt, in der Art, wie es jetzt zum Beispiel funktioniert, ist das ein gültiges Argument durchaus. Ne? Mhm. Genau. Genau, und auch da kann es natürlich wieder zu Paradoxien kommen. Zum Beispiel, wenn beide Gründe aus dem moralischen Bereich sind, dann könnte man ja sagen, naja, warum soll ich denn das moralisch Falsche tolerieren? Mhm. Weil wenn es irgendeine Praktik gibt, die ich für moralisch falsch halte, wieso soll ich die dann tolerieren? Nur weil ich vielleicht das Gefühl habe, naja, keine Ahnung, aus anderen moralischen Gründen wie, was weiß ich, Meinungsfreiheit als Wert oder so, soll ich das jetzt doch tolerieren? Mhm. Und da wird ja schon so ein bisschen deutlich, naja, da muss es halt, es muss ja noch diese Filler geben, nämlich sowas wie, vielleicht muss es irgendwie eine Priorisierung geben von, das sind jetzt wichtigere Gründe als andere so. Das deutet er an, aber das sagt er ja nicht so, also führt er nicht super aus, weil da geht es ja dann darum, wenn man das interpretiert. Ja, ja. Aber das kann halt auch wieder eine Paradoxie sein. Ja, ja, ja. Also vielleicht muss noch mal ein bisschen kurz zusammenzufassen, weil wir haben jetzt echt super viel über die Beispiele erzählt und ich glaube, dann ist es, also nur damit es nochmal klar ist, also er sagt, von Toleranz gibt es sozusagen 6 verschiedene Anteile oder wichtige Teile der Kernbedeutung. Das erste ist, dass es sozusagen der Kontext wichtig ist, also dass es immer Tolerierte und Tolerierende gibt, die in Bezug auf ihre Handlungen dann eben zum Beispiel auch Dinge tolerieren oder tolerieren können oder müssen oder sollten. Dann gibt es eben die Ablehnungskomponente, dass man also etwas ablehnt und dadurch entsteht ja eben zum Beispiel potenziell so Paradoxien wie eben, dass es muss Kriterien geben für eine vernünftige Ablehnung, sonst hätten wir eben die toleranten Rassisten, die sozusagen paradox sind, wo wir selber sagen, das entspricht nicht unserem. Ja, weil die aus Vorurteilen. Genau, weil die eben nur banale Vorurteile haben und eben nicht, solche vernünftigen Gründe. Und die dritte Komponente, bei der wir gerade sind, die Akzeptanzkomponente, führt ja letztlich zu dieser Paradoxie, dass ich sagen müsste, okay, meine Überzeugungen sind vielleicht moralisch gut oder wahr, aber zu diesen Überzeugungen zählt es eben auch, dass die anderen auch wahr sein könnten. Und deswegen, wenn ich das aber annehmen würde, dann würde ich ja irgendwie meine Gründe an sich alle relativieren und hinterfragen. Das wäre, glaube ich, paradox. Ne? Das wäre paradox, genau. Aber erstmal ist ja die Komponente, die Akzeptanzkomponente erstmal, dass man trotz der Ablehnung positive Gründe auch finden kann eben. Genau. Genau. Also Ablehnung zum Beispiel, und Akzeptanz sind eben wie eine Waage, die so gewichtet sein muss, dass die Akzeptanz ein bisschen höher ist als die Ablehnung. Genau, und dann bin ich am Tolerieren sozusagen. Echt, glaubst du das wirklich? Aber wenn die Akzeptanz höher wäre als die Ablehnung, dann würde man doch zustimmen und nicht ablehnen, oder? Ich habe immer das Gefühl, die Ablehnung muss höher sein, aber die Akzeptanz muss noch in so einem Maße sein, dass es noch vertretbar ist. So habe ich das irgendwie verstanden. Gut. Ja, weil ich habe das Gefühl, wenn die Waage eher in die Akzeptanz geht, dann stimmt man eher zu, dann lehnt man ja nicht ab und dann ist es gar nicht Toleranz. Ich glaube, wir nehmen jetzt diese Analogie viel zu wortwörtlich. Okay. Du hast recht. Was jetzt aber der interessante vierte Punkt ist, finde ich, sind die Grenzen der Toleranz. Da kommen wir ja zu dem, was uns eigentlich spontan auch interessiert hat. Ja. Nämlich, Forst sagt, dass Toleranz auch die Bereitschaft voraussetzt, die Toleranz aufzuheben. Und zwar genau dann, wenn die Gründe für die Ablehnung so hoch wiegen, und die positiven Gründe so niedrig, dass wir eigentlich nicht mehr von Toleranz sprechen können, sondern dass wir einfach eine Sache gar nicht mehr tolerieren. Mhm. Und das ist auch nötig, weil wir können nicht alles tolerieren. Sonst würde man die Toleranz ad absurdum führen, weil man dann sowohl die Toleranz tolerieren müsste, als auch die Intoleranz. Und dann wäre sie zerstört. Dann wäre Toleranz zerstört, weil man ja auch tolerieren müsste, dass die Toleranz zerstört wird. Ja, oder bringt er so schön auf diese Formel, die Toleranz für die Feinde der Toleranz
geht genau. zu weit. Sozusagen. Genau, das geht zu weit, ja. Ja, ja, ja. Genau. Und das, genau, das heißt ja dann sogar, das nennt ihr dann die Paradoxie der Selbstzerstörung. Genau. Ja. Also wenn man eben sagt, ich bin so tolerant, ich toleriere alles, und das mixt sich ja auch mit diesem vorherigen Ding, dieser Verwechslung mit Indifferenz. Also weil, wenn man allem gegenüber gleichgültig ist, macht das natürlich, ist so ein Wert wie Toleranz, oder ist Toleranz überhaupt ein Wert? Das ist, darum geht es ja bei ihm später, aber ist ja sowas wie Toleranz irgendwie nutzlos? Ja, also ja. Wenn ich sage, also wir müssen einfach Grenzen ziehen, sonst wird das Konzept der Toleranz sich selbst zerstören. Und er sagt dann, in dem Zusammenhang gibt es nicht nur Akzeptanzgründe und Ablehnungsgründe, sondern auch Zurückweisungsgründe. Und die tauchen eben immer dann auf, wenn die Ablehnungsgründe so schwer wiegen, dass sie nicht mehr durch die Akzeptanzgründe aufgefangen werden können. Und dann, dann weisen wir halt eine Praktik oder eine Überzeugung zurück. Zurück. Genau, genau. Also, er macht so ein Modell, das ist die, ich habe mir das ein bisschen vorgestellt, wie so eine Zielscheibe oder wie so Ringe, wenn man so einen Stein ins Wasser wirft. Ich das Gefühl, er sagt so, es gibt die Dinge, die man einfach nicht nur akzeptiert, sondern sozusagen bei mit denen man prinzipiell einverstanden ist. Das ist ja oft die eigenen Lebenspraktiken und Umfelder. Ja, also ich hinterfrage gar nicht meine Ernährung oder deine Ernährung, weil wir uns ähnlich ernähren, sozusagen. Dann kommt die Familie mit dem Hund, die den Hund isst oder so. Und dann könnte ich sagen, das toleriere ich, weil ich habe Gründe, das vielleicht abzulehnen. Ja, war das? Abzulehnen, genau, aber irgendwie auch zu akzeptieren. Genau, abzulehnen, aber ich akzeptiere es für den Hund. Ja, es ist halt deren Freiheit, deren Hund, sie haben niemanden verletzt. Okay, so und der, so kann war, ich das der sehen. Ist ja eh tot, der Hund. Genau, der war so. Eh tot, ja. Genau. Ne, also das heißt, ich kann es tolerieren. Und dann könnte aber noch eine Grenze mehr überschritten werden, wo ich sage, nee, jetzt muss ich das zurückweisen. Das sozusagen die also nächste. Sie sich immer so Tiere aus dem Tierheim holen und sie dann so vors Auto laufen lassen, um die Tiere zu essen. Genau, das würde ich sehr stark zurückweisen. Das ist ein Schritt zu weit. Genau. Ja, oder halt, ne, wenn wir wieder Onkel Friedhelm nehmen, der dann am Weihnachtstisch sagt, dass Transfrauen keine Frauen sind, zum Beispiel, da, die, und dann sagt, das musst du jetzt tolerieren, das ist meine Meinung, dann können wir sagen, nein, das ist nicht, das müssen wir nicht, das ist deine Meinung, aber das müssen wir nicht tolerieren, weil das eine intolerante Äußerung ist, und intolerante Äußerung müssen wir nicht tolerieren, weil, lieber Onkel Friedhelm, das würde das Konzept der Toleranz ad absurdum führen. Genau, du hast das Feld der Toleranz verlassen, deswegen muss ich das jetzt auch nicht tolerieren. Tut mir leid, Onkel Friedhelm. Genau, ja, genau. Ne, also, und dann zitiert man natürlich Rainer Forst und sagt, ja, stimmt, ey, wenn Rainer Forst das sagt, kann ich nichts machen. Ein bisschen überzeugt jetzt, ne? Ja. Genau, und da sagt er ja, könnte man jetzt auch ein Problem finden, wenn man sagt, ist diese Grenzziehung nicht selbst wieder Intoleranz? Da würde Onkel Friedhelm, der vielleicht ein bisschen cleverer ist, vielleicht also beim Beispiel denkt sich so, ja, aber dass du das sagst, das ist super intolerant. Denn wo ziehst du denn dann die Grenze? Das ist doch willkürlich, dass du sagst, das ist jetzt Intoleranz, während du sagst, FDP wählen ist okay. Ja, genau. So, zum Beispiel. Genau, deswegen, also das, die Toleranz wird dann nicht tolerant, wenn sie eben eine Grenze zieht. Das ist auch wieder so ein Selbstwiderspruch. Das ist auch, genau. Deswegen, finde ich es halt spannend, dass er irgendwie bei ganz vielen dieser Sachen ja auch, deswegen habe ich dieses Beispiel mit dieser Frame-Semantik, hast du immer diesen Slots und den Filler, wir beschreiben wirklich nur die Slots, wo man sich denkt so, ja, man muss doch mehr Kontext geben, man muss doch sowas sagen, wie in Bezug auf welchen Wert beziehst du das gerade, dass wir in einer Demokratie leben und was weiß ich, ne, und so weiter. Das lässt er erstmal alles weg, das finde ich super geschickt, weil er irgendwie sagt, ich will euch nur prinzipiell, wie soll ich sagen, wenn man sich so eine mathematische Formel vorstellt, im Prinzip, oder so eine mathematische, ja doch, Formel mit Variablen, dann, und, na, das heißt, im Moment redet er nur über, er beschreibt uns die Formel, er sagt, Klammer auf, x plus y, Klammer zu, geteilt durch z ist gleich Toleranz, und er will nur quasi die Struktur der Formel uns erklären, aber er sagt noch nicht, was x, y und z sind. Also, ne, dass man X sagt, X ist den die Tolerierenden, das ist der Staat, und Y sind die BürgerInnen, und die kriegen jetzt vom Staat gesagt, dass sie etwas zu tolerieren haben, und Z ist das und das. Das lässt er noch weg. Das wollte ich, das finde ich irgendwie ganz geschickt gemacht eigentlich, dass er sozusagen es noch nicht auf Werte, konkrete Situationen bezieht. Ach so, ja, okay, also er setzt die Variablen, aber noch nicht die konkreten Werte. Ja, genau. Stimmt. Genau. Ja, okay. Genau, ja. Genau, aber trotzdem möchte ich noch sagen zu diesem Vorwurf, dass er sagt, das ist ja wieder eine, man könnte sagen, dass das eine Form von Intoleranz ist, wenn man Grenzen der Toleranz aufweist, aber da sagt er halt, aber das ist erstmal schwierig, das zu sagen, weil das würde bedeuten, dass es nicht möglich ist, eine Grenze zu ziehen, die nicht unwillkürlich ist oder unparteiisch oder so. Und wir müssen eigentlich schon davon ausgehen, dass es möglich ist. Und deshalb hatte ich auch das Gefühl, dass es bei ihm vor allen Dingen um Moral geht, wenn es um diese Gründe geht, dass er sagt, dass sie normativ gehaltvoll sind, weil er dann schon sowas sagt wie, es gibt irgendwie so eine Grenze, die nicht unter
wie heißt das denn, unterschritten werden darf, genau. Mhm, und da habe ich das Gefühl, das hat schon was mit viel mit Moral zu tun. Ja, ja. Ich glaube, er meint verschiedene Wertsysteme, weil er auch teilweise so historische Beispiele später bringt oder so. Aber klar, also ich finde, der Punkt, der wichtig ist, dass er immer wieder, also ne, auch schon bei der Ablehnungskomponente ja auch gesagt hat, ne, es muss ja diese Kriterien für eine vernünftige Ablehnung geben. Was das für Kriterien sind, sagt er aber dazu, finde ich, zum Glück noch nicht. Weil dann sonst würde man sich schnell wieder in sein eigenes System eindenken und einfinden, denken, ja, ja, genau. Aber er will erstmal zeigen, wo sind eigentlich die Selbstwidersprüchlichkeiten im Konzept der Toleranz. Genau, ne? Das heißt ja nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt, dass er sagt, dass Toleranz an sich ein schwieriger Begriff ist, weil er immer zu Paradoxien führt. Das sagt er ja nicht, sondern er sagt nur, es gibt halt diese 6 Bestandteile, wir kommen noch zu den anderen beiden, die noch fehlen. Und wenn man die erstmal so abstrakt formuliert, dann führt das zu Paradoxien und deshalb brauchen wir die Ausgestaltung, damit wir die umgehen können. Das heißt nicht, dass das Konzept der Toleranz irgendwie super problematisch ist, sondern wir müssen halt gucken, dass es nicht problematisch ist. Ja, so. Ja, genau. Die letzten beiden Punkte sind jetzt auch nicht so spektakulär, sondern er sagt ja, Toleranz muss aus freien Stücken geschehen. Das finde ich schon, es ist nicht spektakulär, aber es ist schon super wichtig. Weil es ist auch eine Sache, klar, wo man nicht viel drüber nachdenkt, aber ich würde ja nie über jemanden sagen, der gezwungen wird, der was sich durch die, also nehmen wir wieder den toleranten, den in Anführungsstrichen toleranten Rassisten, also dieses Paradoxie-Beispiel, wo man sagen würde, der macht das nur nicht, weil er weiß, er hat Strafe zu fürchten weil der Staat dann natürlich eingreifen würde, dann würden wir auch nicht sagen, ja, das natürlich ist der tolerant oder so, sondern wir würden auch sofort uns davor scheuen und sagen, so, er macht das ja nur, weil er Angst hat. Ne? Ja. Und da finde ich es eben spannend, weil er sagt, wenn es nicht aus freien Stücken wäre, dann wäre es ein Dulden, oder ein Ertragen, genau, ein Dulden oder ein Tragen. Und deswegen finde ich spannend vor dem Hintergrund, dass uns ja zwei Leute unabhängig von geschrieben haben, ja, das ist so eine bloße Duldung, Toleranz. Ja. Und er argumentiert ja dagegen und sagt, ne, Toleranz muss freiwillig sein, sonst würden wir eigentlich nicht von Toleranz sprechen. Ja, und ich habe auch das Gefühl, da wir die Akzeptanzkomponente haben, würden wir auch nicht von Erdulden sprechen, oder? Ja. Also vom Sprachgefühl würde ich sagen, wenn ich etwas erdulde oder dulde ohne er, dann habe ich aber nicht positive Gründe, die dafür sprechen. Mhm. Also außer, dass ich zum Beispiel Repressalien oder so. Mhm. Aber ich meine jetzt in Bezug auf die tolerierte Überzeugung oder so. Ja. Deshalb würde er da wahrscheinlich bei allen Sachen, die was mit wo Leute dulden sagen, würde er wahrscheinlich gar nicht von Toleranz sprechen, oder? Ja, genau. Ja. Doch, das macht er ziemlich explizit klar. Ja, also indem er sagt, genau dann, wenn es nicht freiwillig wäre, würden wir von einem erdulden und ertragen. Ja, aber auch wegen dieser Akzeptanzgründe, oder? Ja, okay, ja klar, das stimmt. Ja, okay. Auf jeden Fall, ja. Ja, und dann noch das Letzte? Genau, das Letzte habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du das besser zusammenfassen. Achso, ich habe mir nur aufgeschrieben, Toleranz ist sowohl eine Praxis als auch eine Haltung. Und wenn es eine Haltung ist, dann kann man das auch als Tugend bezeichnen. Also ich glaube, es ist einfach nur, das ist entweder entweder praktische Handlungsweisen sind, die man als Toleranz bezeichnet, oder eben auch diese Sache, die man als Tugend, man sagt ja oft, Toleranz ist eine Tugend, ne? Also so eine Haltung. Mhm. Und Haltung und Praxis gehen ja irgendwie auch Hand in Hand, aber man kann es ja trotzdem vielleicht auch unterscheiden. Ich weiß nicht genau, was es genau macht in dieser Konzeption, weil er sagt da sehr wenig zu den letzten beiden Punkten. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt, habe ich das nur so abgenickt, weil ich dachte, ja, macht Sinn. Ja, genau. Vielleicht passiert da auch nicht mehr. Ich habe gedacht, ich verstehe vielleicht was nicht, weil ich habe auch das Gefühl, so, okay, ja, also wie zeigt sich Toleranz? Es zeigt sich als Praxis, als eine Art des Handelns. Ja, also ne, tolerantes Handeln, also was ich, wenn ich von einer Person sage, sie ist tolerant, dann sehe ich halt, wie sie vielleicht mit Menschen, die anders leben, andere Lebensformen pflegen, sozusagen, dass die mit ihnen eben voller Akzeptanz irgendwie umgeht oder so und das nicht irgendwie heimlich beschimpft, auch wenn sie sagt, das finde ich problematisch, aber würde das nicht machen, aber ist natürlich die Sache von diesen Personen, sind ja freie BürgerInnen hier in unserem Staat, ist alles okay. Dann würde ich sagen, so ja, es ist eine Praxis und vielleicht ist es ja auch eine individuelle Haltung in dem Sinne, dass die Person halt, also Haltungen zeigen sich meiner Ansicht nach auch im Handeln. Ja, aber auch im Denken, ne? Ja, aber das Denken kann ich halt, gut, mein sprachwissenschaftliches Denken kann ich halt nicht überprüfen. Klar, aber bei der Paradoxie des toleranten Rassisten haben wir ja gelernt, der macht nichts im Handeln, aber im Denken bleibt der rassistisch. Okay, vielleicht meint er das dann, weiß ich nicht genau. Danke, ja, das hilft mir voll weiter. Ja, nee, okay. Ich bin mir auch nicht, ich habe es auch gerade erst entwickelt. Nee, aber das macht ja voll Sinn, das macht ja total Sinn, warum er das dann so betont, dass es eine Praxis und eine individuelle Haltung ist, weil er ja nur beschreibt, wie wir das Wort Toleranz verwenden und das stimmt ja voll. Mhm. Ich
würde es ja wahrscheinlich auch nur über Leute sagen, die nicht nur so handeln, sondern auch diese Haltung haben. Mhm. Whatever, woher auch immer ich denke, ich kenne deren Haltung. Ja, mhm. Kann ja sein, dass ich die Leute, was ich persönlich kenne, weiß, Onkel Friedhelm ist, und ich weiß, Onkel Friedhelm ist doch eigentlich gar nicht rassistisch oder so. Onkel Friedhelm im Beispiel ist immer der Böse. Ja, ich weiß, ich weiß. Das okay. Ja, genau. Jetzt genau, also wollen wir nochmal zusammenfassen. Also die sechs Bestandteile der Toleranz sind der Kontext, die Ablehnungskomponente, die Akzeptanzkomponente, die Grenzen der Toleranz, dass Toleranz aus freien Stücken geschehen sollte und dass Toleranz sowohl Praxis als auch Haltung ist. Ja, das ist erstmal eine schöne Beschreibung von dem, was wir mit Toleranz, was wir meinen, wenn wir von Toleranz sprechen. Mhm. Ist natürlich interessant, ist natürlich super differenziert jetzt. Und ich finde, ich kann da vielleicht ganz gut was andocken, was in der bei uns in der Story als Antwort kam, was ich ja selber mein Eindruck war von Toleranz, dass der Begriff heute gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Ich finde es total spannend, weil er an einer Stelle seines Textes doch davon spricht, dass man ja an voll vielen von diesen, ich sage jetzt nochmal linguistisch gesehen, Slots ja sieht, dass die, man kann die ja jetzt füllen mit verschiedenen Beispielsituationen und sagen, ist das jetzt also Toleranz oder nicht? Dann gehe ich diese sechs Aspekte durch und kann das irgendwie beurteilen. Und dann finde ich, dann sieht man immer, man braucht immer irgendwie, und das schreibt er ja selber auch, man braucht irgendwie immer Werte, auf die man sich bezieht. Also oder normative Werte, moralische oder sowas. Mhm. Ne? Und weil sonst wird das Ganze hohl irgendwie und funktioniert nicht. Und das finde ich total spannend, weil mein Eindruck ist, dass der Begriff der Toleranz so als politisches Schlagwort verschwunden ist oder sehr stark wieder in den Hintergrund getreten ist aktuell in der großen Politik. Und ich habe das Gefühl, das liegt vielleicht auch mit. Ich meine, sein Text ist hier von 2003. Ja. Also ist jetzt fast 20 Jahre alt. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was er schreibt, ist er schreibt ja an einer Stelle, wenn man den Begriff der Toleranz retten will vor so einer Beliebigkeit, muss man sich über diese sechs Dinge im Klaren sein. Und ich glaube, er hat das so gut aufgearbeitet, wie viel Aufwand eigentlich Toleranz ist und wie differenziert man das durchdenken muss, dass ich das Gefühl habe, ab da hatten vielleicht die Leute Angst, den Begriff zu nehmen. Was hatten so Mist, da hat ein wichtiger Forscher, der natürlich auch, ne, ich meine, er ist ja schon irgendwie als Schüler von Habermas und von Honneth, ne? Honneth, genau, also so von wichtigen Philosophen einfach, ist das ja nicht niemand, ja, er ist in Frankfurt und so. Das heißt, ich bin mir sicher, er hat auch mal Gastbeiträge in der FAZ gehabt oder sowas, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber die nehmen ja oft irgendwie Frankfurter ProfessorInnen zu großen Themen oder so. Und wenn jemand den Begriff so stark auseinanderklamüsert hat und ich wäre in der großen Politik, dann würde ich sagen, so, oh, jetzt kann ich den Begriff nicht mehr so als blinkendes Schlagwort benutzen, weil dann würden wir sagen, ja, Toleranz ist doch so ein hohler Begriff. Was meinen Sie denn genau? Meinen Sie jetzt hier mit Forst gesprochen, meinen Sie eigentlich das? Ne? Das ist aber die sechste. Wo sind denn die Grenzen Ihrer Toleranz? Wo sind denn die Grenzen? Denn Forst hat ja bewiesen, dass Toleranz auch Grenzen braucht. Das bewiesen ist natürlich. Ja, ich weiß. Logisch. Ich spiele jetzt einen alten, empörten Menschen im Publikum einer politischen Rede. So Onkel Friedhelm plötzlich. Ja, genau. Wo sind denn die Grenzen Ihrer Toleranz, Herr Scholz? Ja, genau. Und sowas meine ich. Und ich habe das Gefühl, dann ist der Begriff sozusagen, wenn der Begriff von der Wissenschaft zu sehr durchdacht ist, ist er verbrannt. Okay. So ein bisschen wie Nachhaltigkeit. Also ich weiß, die Leute, die ich kenne über so andere Projekte, aus der Forschung über Umwelt oder sowas, die sagen, ja, Nachhaltigkeit ist ein problematischer Begriff, das haben wir schon in den 80ern gesehen und so. Der bedeutet irgendwie alles und nichts und ist irgendwie dazu gekommen. Und ich habe das Gefühl, der wird auch irgendwie der hat so seinen Höhepunkt so ab den 80ern bekommen. Wird jetzt irgendwann wieder verschwinden halt, ne? Weil inzwischen steht ja in jedem Wahlprogramm, jede Partei ist nachhaltig, so, ja. Und dann habe ich das Gefühl, der Begriff wird wieder abtauchen. Und Toleranz war auch so eine Zeit lang so, in dieser Zeit, wo man eben Deutschland so auch, es kommt so aus der gleichen Zeit, wo Deutschland so als Multikulti-Gesellschaft, also ist auch ein sehr super problematischer Begriff und so, beschrieben wurde. Und ich habe das Gefühl, das stammt so aus dieser Zeit und hat sich so ausgedehnt. Und ich wette, dass sein Text, also von Forst, ist eine Reaktion darauf, dass man sagt, bevor es zu beliebig wird, versuche ich mal klar zu machen. Das schreibt er ja auch am Anfang, dass man das Gefühl haben könnte, es gibt verschiedene Definitionen von oder verschiedene Begriffe von Toleranz, aber eigentlich gibt es ja nur verschiedene, es gibt ja nur einen Begriff und verschiedene Konzeptionen. Ja. Ich weiß nicht, ob das nun, also keine Ahnung, wie stark rezipiert dieser Text und dieses Buch von Rainer Forst ist, keine Ahnung, auch im internationalen Dings, aber wurde auch auf jeden Fall übersetzt in verschiedene Sprachen, habe ich gesehen. Ja. Aber weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so
abgenommen hat. Ich habe das Gefühl, ganz im Gegenteil, dass wir eher jetzt wieder davon reden, dass wir doch die tolerieren, dass Leute sich nicht impfen lassen und so einen ganzen Kram. Weißt du, deshalb weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist, was du sagst, ist, es darf nicht beliebig werden. Und er sagt ja auch, dass Toleranz halt ein normativ abhängiger Begriff ist, der halt andere Grundlagen braucht. Und warum das so ist, wird ja in diesen Paradoxien klar. Also alleine, wenn wir die Akzeptanz und die Ablehnungsgründe gegenüber, also gewichten, und dann die Frage ist, was höher wiegt, dann fragt man sich ja sofort, naja, was ist halt wichtiger? Und dann braucht man wieder einen anderen Wert, der irgendwie bestimmt, welche Gründe wichtiger sind. Und deshalb funktioniert Toleranz alleine nicht als Wert, sondern man braucht andere Werte dazu. Ja, genau. Wie zum Beispiel Meinungsfreiheit. Ja, deswegen hat ja unser Beispiel mit diesem Wählen der FDP versus Wählen der AfD funktioniert, wo wir sofort andere Werte einsetzen können. Nämlich Demokratie. Eine Partei ist demokratisch, die andere nicht. Ja. Und zack, und schon funktioniert Toleranz wunderbar, weil sie sozusagen so einen Partnerbaustein gekriegt hat. Und mit diesem Baustein hat sie jetzt plötzlich einen festen Stand. Weißt du, so habe ich das Gefühl. Genau, oder auch bei den Grenzen der Toleranz, wenn wir sagen, Onkel Friedhelm, Überzeugung, dass Transfrauen keine Frauen sind, tolerieren wir nicht, weil zum einen, weil das intolerant ist, zum anderen, weil es diskriminierend ist und Personen verletzt zum Beispiel. Genau, das könnten auch diese Werte sein, genau, die da drin sind. Ich meine, Toleranz und Intoleranz ist natürlich dann, kann man sagen, ist dann wieder das Gleiche, aber dann halt andere Werte, wie dass man Menschen verletzt oder dass es halt einfach auch andere erklärt. Ich will es nicht zu tief eingehen. Also im Prinzip ist es total witzig, weil man könnte aus der sprachwissenschaftlichen Sicht sagen, dass er eigentlich sehr ausführlich ausarbeitet, dass tolerant sein oder das, ich nehme mal das Adjektiv tolerant, dass tolerant ein relationaler Begriff ist. Also relationale Begriffe sind ja zum Beispiel in der linguistischen Pragmatik oder gibt es ja so, es gibt verschiedene Mittel, wie man auf Objekte verweist und zum Beispiel sowas wie, es gibt Sachen, die sind ohne Kontext, die ohne Kontext funktionieren, zum Beispiel eben Ortsnamen oder eben Koordinaten, im Koordinaten, auf dem sich, wie heißt das, GPS-Daten oder sowas, ja, die funktionieren ja ohne Kontext, dann nehme ich eine Ziffernfolge und bin genau auf der Erde da und da angekommen. Aber es gibt ja auch relationale Sachen, zum Beispiel eben Links. Also wenn ich sage, hol mir mal das Buch links, dann muss ich vielleicht sowas sagen wie links von mir aus gesehen oder links von dir aus gesehen oder links von der Lampe aus gesehen. Das heißt, ich muss eine Relation angeben oder eine dimensionale Richtung angeben, aus der und der Sicht man das sieht. Und das ist total spannend, weil es gibt halt viele Begriffe im Alltag, die so funktionieren, dass man sie eigentlich vor dem Hintergrund einer bestimmten gemeinsamen Perspektivierung erst als funktional sehen kann. Ja, also links ist ein einfaches Beispiel. Und ich finde, tolerant ist ein komplexeres Beispiel. Aber bei tolerant muss man auch immer sagen, ja, vor dem Hintergrund welcher Werte denn? Oder vor dem Hintergrund welches Wertesystems ist hier Toleranz eine wichtige Größe oder so? Mhm. Ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Hinweis, dass man irgendwie sagen muss, Toleranz alleine sagt noch gar nichts. Ja? Sondern man muss irgendwie noch klar machen, in Bezug zu welchen größeren Normen, Werten. Genau, aber der Begriff und das Nachdenken über Toleranz und über ihre Paradoxien zeigt uns halt, wo wir noch die anderen Werte brauchen, wo wir sie einsetzen und werden dann, indem wir darüber nachdenken, uns vielleicht klar, welche Werte halt höhergewichtiger sind beispielsweise. Ja. Es ist deshalb nicht Quatsch, über Toleranz zu reden, weil andere Werte wichtiger ist, sondern ich brauche halt andere Werte, um Toleranz zu verstehen. Aber das funktioniert ja auch andersrum ja auch. Bei anderen Werten auch die Toleranz benötigen zum Beispiel. Ja. Ja, also es ist vielleicht auch sehr komplex gewesen, diesen Text zu verstehen, vor allem, wenn man ihn nicht vorliegen hat. Aber wir können ja kurz sagen, vielleicht, also was wir interessant daran fanden oder was wir gelernt haben. Also was ich zum Beispiel gelernt habe bei dem Text ist, weil ich da vorher noch nie drüber nachgedacht habe, ist wirklich dieses Toleranz, damit ich von Toleranz spreche, muss ich diese Überzeugung, um die es geht, einfach eigentlich ablehnen. Das ist erstmal eine Sache, die wirkt irgendwie einfach, aber ich glaube, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Und dass dann total viele Sachen eigentlich rausfallen, die wir im Alltag als Toleranz bezeichnen, fallen dann ja eigentlich raus. Und ich fand es halt auch so klug mit dieser Paradoxie des toleranten Rassisten, dass es einfach nicht geht, dass wir das natürlich nicht wollen. Wir wollen nicht, dass das Toleranz ist und deshalb brauchen wir aber auch diese, dass die Gründe vernünftig sind für die Ablehnung. Das fand ich super gut. Dass wir aber trotzdem irgendwie auch eine Akzeptanz haben müssen. Dass wir diese Komponente auch brauchen und halt diese Grenzen. Also, dass Toleranz nicht sagt, dass ich alles aushalten muss, was nicht meiner Meinung entspricht. Weil das stimmt nicht. Ja. Also, es muss Grenzen geben, sonst funktioniert der Begriff nicht. Ja. Und diese drei Sachen fand ich, glaube ich, irgendwie für mich das Interessanteste an dem Text. Also selbst wenn das uns das für neue Probleme stellt, weil wir uns ja fragen, wo setzen wir dann die Grenze? Aber es ist ja total interessant, weil ich glaube, trotzdem wissen wir ja, also
wissen wir ja trotzdem, also ich habe das Gefühl, wir wissen einfach, es gibt eine Schwelle, die nicht unterschritten werden darf, habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, so die Extremfälle, da sind wir uns wahrscheinlich oft einig, wann die Grenze sein muss. Und dann funktioniert es halt, wird es irgendwann schwammig oder so. Aber dass es eine Grenze geben muss, ist ja schon wichtig. Ja, ja. Ich finde es auch total spannend, weil ich finde, also ich fand auch, also eigentlich fand ich wirklich mit diese Ablehnungskomponente mit das Wichtigste, weil es wirklich so eine Kleinigkeit ist, die, an die man dann nicht denkt, die aber eigentlich super klar ist, wenn man einmal sich das bewusst macht. Und ich fand auch das mit der, dass es eine Freiwilligkeit geben muss, auch total wichtig. Ich meine, das ist auch so eine Sache, die, wo ich vorher, wenn ich immer gefragt hätte, was ist ein Toleranz, hatte ich alles Mögliche mir gesagt, habe ich nicht gesagt, es ist erstmal eine freiwillige Handlung oder Haltung. Ja. Auch eine, weil, wenn das nicht freiwillig ist, ist es ja nicht tolerant. Also, wenn etwas, wenn jemand nicht aus Freiwilligkeit gegenüber anderen Menschen akzeptierendes Verhalten zeigt, würde ich nicht sagen, der ist tolerant. Ja. Sozusagen, sondern der macht das halt, weil er muss oder so. Ja. Genau, dann ist es halt dulden. Genau. Ja, genau, genau. Das fand ich auch total cool. Ne? Also ich glaube, das ist mir am ehesten noch hängen geblieben. Ich fand es halt auch spannend, dass er halt irgendwie auch zum Beispiel zitiert hat an einer Stelle, finde ich auch total witzig, dass er sagt, dass zum Beispiel dieses, dass jemandem zum Beispiel, also dass er zitiert da oder verweist auf so ein Zitat von Goethe, der sagt, irgendwie Toleranz kann manchmal auch als beleidigend wahrgenommen werden. Also und das war auch irgendwie total witzig, weil ich dachte, ja stimmt, das kann ich mir vorstellen. Also wenn man zu mir zum Beispiel sagen würde, wie, ja, keine Ahnung, sie haben ja irgendwie, also wenn jemand mich für irgendeine Verhaltensweise, die für mich ganz wichtig ist, jetzt mir gegenüber sagt, ich toleriere das aber, dass sie das so machen, fände ich das auch ganz komisch. Weil es könnte so, und ich toleriere dein Schnarchen. Ja, das ist was anderes. Ich meinte jetzt, keine Ahnung, keine Ahnung, angenommen, ich wäre jetzt irgendwie tiefgläubig oder sowas und jemand würde mir sagen, ich toleriere, dass du tiefgläubig bist, dann finde ich das irgendwie verletzend, weil ich das glaube so, das ist doch nichts, du kannst es doch nicht. Weil tolerieren würde heißt, dass es prinzipiell irgendwas damit nicht stimmt oder so, weißt du? Also das finde ich, glaube ich, schon. Jetzt hast du wieder dieses prinzipiell mit reingebracht. Ja, ich weiß. Okay, das ist immer zu stark. Aber mir wäre eben ohne, also ich wusste nicht, wie ich das verarbeiten soll. Aber ich finde eben diese Ablehnungskomponente, also diese Idee, dass es eben nicht das Gleiche ist wie Indifferenz. Ja. Ja. Das finde ich irgendwie wichtig. Ich glaube, da fällt auch viel raus, dann, was wir sagen würden, was man so im Alltag als Toleranz bezeichnet, fällt dann eigentlich raus, wenn man das bedenkt. Mhm. Genau. Mhm. Ja, interessant. Ich will das prinzipiell zurücknehmen, aber ich meine, wenn jemand wirklich sagen würde, ne, ich toleriere deinen Glauben oder so, dann finde ich das irgendwie schwierig, weil man ja trotzdem sagt, weil man ja damit gleichzeitig sagt, ich finde das falsch, sozusagen. Mhm. Und, also, ja, auch wenn es nicht prinzipiell ist, ist es zu stark, ne? Aber dann hätte ich das Gefühl, das ist zu stark irgendwie. Das kann man aber wenn du von jemandem weißt, dass sie zum Beispiel Atheistin ist, und zu dir sagt, ich toleriere aber deinen Glauben, wäre es dann genauso, weil du dann den Kontext hast, dass sie... Das finde ich zu schwach. Ich meine, die Person müsste sagen, ich akzeptiere deinen Glauben. Ja, aber das steckt ja in dem Toleranzbegriff eigentlich mit drin, weil du musst ja auch eine gewisse Anweisung... Ja, aber erst über die Hürde der Ablehnung habe ich dann auch erstmal was akzeptiert. Aber du kannst ja nur Sachen akzeptieren. Kannst du nicht nur... Ich kann natürlich gar nicht Dinge akzeptieren, fertig. Aber ja... Aber kommt akzeptieren nicht immer nach Ablehnung? Ja, klar, schon, aber man kann ja sozusagen, aber wie soll ich sagen, ich kann ja zum Beispiel, nachdem du mich von was überzeugt hast, kann ich das ja dann akzeptieren, verstehst du, was ich meine? Dann heißt es ja nicht, dass ich immer noch dagegen bin, es kann sein, dass ich mal dagegen war. Ja. Also ich finde, wenn jemand zum Beispiel sagt, wenn jemand so, was weiß ich, kann mir vorstellen, dass jemand zum Beispiel sich, keine Ahnung, ne, mit 16 anfängt, irgendwie ganz viel Literatur zu lesen, die diese Person dazu bringt, atheistisch zu sein oder eine atheistische Haltung einzunehmen. Und dann ist die vielleicht jemand, der sagt so, ich finde das total blöd, das ist ja total naiv, wenn Leute gläubig sind oder irgendwie sowas, so als Beispiel. Und dann kommt diese Person aber drüber hinweg und merkt so, ja, mein Gott, das sind halt verschiedene Weltbilder, ich akzeptiere das jetzt total, dass andere Leute gläubig sind. Mhm. So, glaube ich. Dann wäre nämlich Toleranz dann zu schwach. Wieso? Aber dann toleriert sie doch immer noch. Also sie lehnt doch immer noch deinen Glauben ab. Sie geht ja übertolerieren. Ja, aber sie lehnt ja nicht meinen Glauben ab. Aber ich weiß nicht, ob sie dann nicht einfach zum Beispiel die Idee von Gott ablehnt. Ja, aber sie kann ja trotzdem akzeptieren, dass ich einen Glauben praktiziere. Ich glaube schon, dass das geht. Ich bin mir unsicher, aber da sind wir ja genau in dieser Diskussion drinne eigentlich. Ja, ja. Ja, darüber haben wir auch schon vor der Folge geredet, dass ich habe das Gefühl, da an der Grenze, vielleicht könnt ihr uns auch was dazu schreiben oder so. Weil ich denke, also ich finde es ist total plausibel, dass es möglich ist, dass man sagt irgendwie, ich akzeptiere etwas einfach, ohne dass ich da noch nach eine Ab- also
Natürlich kann man persönlich, also ich glaube schon, dass man, wie soll ich sagen, ich kann ja auch sagen, ich akzeptiere das, keine Ahnung, Leute, das war da auch so ein Beispiel, über das wir vor der Folge geredet haben, dieses jemand Fleisch aus der Massentierhaltung isst. Da würde ich eher sagen, so das würde ich zum Beispiel sagen, akzeptiere ich das oder toleriere ich das? Das macht doch einen Unterschied, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine stärkere Kritik daran. Ich habe das Gefühl, das Problem liegt vielleicht daran, dass du Toleranz zu sehr mit Dulden assoziierst. Und weil das viele Leute ja denken, oder also das ist ja auch eine typische Definition oder ein typisches Synonym von Toleranz ist ja Duldung. Und das ist ja, also Dulden ist ja schon schwächer. Aber ich würde halt auch sagen, Dulden ist schwächer als das Toleranzkonzept von Forst. Weil man ja akzeptiert. Bei Dulden akzeptiert man eher nicht. Tja. Das nützt sich auf freiwilligen Stücken, freien Stücken. Ja, ich glaube, wir werden das jetzt hier nicht lösen können. Aber das ist ja auch nicht unbedingt der Punkt. Also der Punkt ist ja von Forst zu sagen, wir müssen diese Komponenten alle ausgestalten. Und dann kommen wir ja zu den Konzeptionen. Ja, ja, das sind ja die verschiedenen Interpretationen des Begriffs. Also wir sind ja schon auf der Ebene von, wir interpretieren das jetzt. Das heißt, wir sind schon im Sinne der Konzeption und nicht mehr des Konzepts. Was ja auch interessant ist. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das trotzdem können wir das jetzt nicht. Ich bin mir auch bei voll vielen Sachen nicht sicher. Ich bin mir auch immer nicht sicher, ob bei dieser Ablehnung, ob man das nur für sich ablehnt und dann auch für die andere Person oder ob man es immer für die andere Person ablehnen muss. Da bin ich mir voll unsicher. Weil sonst könnte man ja sagen, die Atheistin lehnt das ja für sich ab, dass sie, also die Religion oder eine Religion, überhaupt eine Religion. Aber vielleicht nicht für dich. Und sie sagt dann trotzdem, ich finde es schön, dass du da Hoffnung und Glaube findest und so. Ja. Da bin ich mir halt nicht sicher. Aber ich glaube, das geht auch schon wieder in die Konzeptionsrichtung. Ja, ja, ja. Ja, das finde ich voll spannend. Ich meine, er nennt ja später noch so Beispiele, wo er irgendwie sagt, also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber er sagt ja zum Beispiel sowas wie, das ist sozusagen so das Minimalkonzept von einer jetzt, also auf einer staatlichen Ebene von Toleranz, ist ja die sogenannte nach ihm Erlaubniskonzeption. Und da sagt er, da sind sozusagen jetzt die Filler für A, Kontext, wer toleriert was sozusagen und gegenüber, oder wer toleriert welche anderen Menschen. Da sagt er, es gibt eine Autorität oder eine Mehrheit und die erlaubt einer Minderheit etwas. Und verlangt im Gegenzug von dieser Minderheit, dass sie diese Mehrheit als Autorität akzeptiert. Ja. Ja, das ist wie so ein Dings. Und im Prinzip sagt er, das sind dann solche Sachen wie eben dieses, dass man sagt, das ist sozusagen deren Privatsache, dass die das machen. Also so wie zum Beispiel, ne, es gibt einen, was sich, wenn wir jetzt sagen würden, es gibt in unserer Lebensgemeinschaft, also in der Gesellschaft, in der wir sind, eine Gruppe von Leuten, die zum Beispiel eben aus Gründen ihrer Minderheit heraus sozusagen sagt, wir ernähren uns anders. Zum Beispiel essen jetzt Hunde oder irgendwie sowas, was bei uns in der Gesellschaft eigentlich nicht funktioniert. Und jetzt könnten wir sagen, okay, in diesem Modell der Erlaubniskonzeption sagt die Mehrheit dieser Gruppe, dieser Minderheit, die Hunde isst, ja, alles klar, ihr könnt das machen, solange es eure Privatsache bleibt und solange ihr nicht verlangt, dass das irgendwie Teil unserer Mehrheitsgruppe werden muss, zum Beispiel anerkannt werden muss als irgendwas. Dann, das ist so eine Minimaltoleranz oder sowas. Genau, und es geht bis hin zur Wertschätzung, dass man wirklich eine wertschätzende Anerkennung hat als Toleranz. Aber wir wollten eigentlich auf diese Konzeption nicht so viel Raum irgendwie geben, weil das so immer diesen Kontext des Staats irgendwie hat. Ja, und genau, der politischen Ausrichtung, und da wollten wir eigentlich gar nicht so. Ja, ja, ja. Aber ich wollte das nur als Beispiel benutzen für dieses Akzeptanzding oder so. Nee, ich finde es auch interessant, dass es von Erlaubnis bis Wertschätzung gehen kann. Ja, genau. Also sieht man ja schon das Spektrum so. Ja, genau. Und deswegen dachte ich, diese Akzeptanzsache kann ja alles Mögliche, also ich glaube, Akzeptanz ist halt so, wieder so ein großes Wort, und ich glaube, wir haben beide sehen verschiedene Bedeutungsdimensionen und nehmen sie stärker in den Fokus. Weil du bist, glaube ich, eher auf dieser Akzeptanzseite, die so eher auf das Individuelle sich bezieht und auf diese Übertragung auf anderes Verhalten. So, wenn ich das für mich nicht in Ordnung finde, ist es für andere in Ordnung. Und ich habe das Gefühl, ich beziehe es eher auf so einen größeren Kontext von größeren Gruppen und sage dann irgendwie sowas wie, also zum Beispiel dieses, natürlich kann ich sagen, ich bin atheistisch, aber ich kann da trotzdem akzeptieren, dass es große Glaubensmehrheiten in unserer Gesellschaft gibt oder sowas. Ja, ja, klar, aber das toleriere ich ja auch. Ja, ja, ja. Zum Beispiel. Aber ja, genau, okay. Ja,
Wir sind da angekommen, wo wir aufhören. Ja, genau. Wir haben da einfach, genau, ja, immer unterschiedlich. Ich glaube, du siehst einfach Toleranz schwächer an als ich, glaube ich. Also schwächer im Sinne von, es ist weniger wertschätzend als andere, als Akzeptanz zum Beispiel. Ja, ich glaube halt, Akzeptanz braucht keine Ablehnung als Vorstufe. Es gibt eine Bedeutungsdimension des Wortes Akzeptanz, die keine Ablehnung als Vorstufe. Akzeptanz hat ja auch was Negatives, ne? Akzeptanz ist auch nicht Respekt und ist auch nicht Wertschätzung, ne? Ja, aber ich kann doch zum Beispiel sowas sagen, wie ich sage in einem Streit ein Argument A, du sagst Argument B und dann sage ich, ja, stimmt, das kann ich akzeptieren, wir machen B. Dann machen wir B und ich habe doch. Aber es ist ich weiß nicht, es ist halt trotzdem was von Kompromiss. Das heißt ja ein Kompromiss dann, ne? Ja, klar, aber das heißt ja auch, Kompromiss bedeutet ja schon auch, dass man es jetzt nicht. Das ist nicht die perfekte Lösung. Nee, stimmt, du hast recht, ich akzeptiere total, was du sagst. Ja. Dankeschön, Paul. Okay. Schätzt du es auch wert? Ja, du hast mich völlig überzeugt. Ich akzeptiere das komplett, was du sagst, dass Akzeptanz immer einen Teil. Ich weiß auch nicht, ob es hier überhaupt für irgendjemand interessant ist, diese letzte Diskussion von uns. Weil ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht reden wir auch ineinander vorbei und vielleicht ist es auch zu sehr ins Detail. Okay, Frage, dann schließen wir damit ab. Frage an euch. Kann man. Wer hat recht, Paul oder Rebecca? Genau, wer hat recht, Paul oder Rebecca? Kann man etwas. Sag mir bitte, wenn ich das jetzt falsch formuliere. Also, ich behaupte, das ist meine Hypothese, das ist jetzt mein letztes Plädoyer, dann hältst du dein Plädoyer. Ich weiß dann gar nicht, ob ich ein schließen Plädoyer wir die Folge hab. Ab. Und zwar, ich finde, man kann durchaus sagen, dass man etwas akzeptiert, ohne dass man damit auch irgendwie heimlich eine Ablehnung impliziert. Was heißt denn hier heimlich? Oder heimlich oder implizit. Bei Toleranz so richtig heimlich. Nee, oder implizit. Also, ich habe gar kein richtiges Plädoyer, weil ich bin mir einfach nicht sicher. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, weil du jetzt das erste Mal über Akzeptanz redest jetzt in den letzten 10 Minuten. Mein erstes Sprachgefühl war nur, heißt Akzeptanz nicht, dass man es erst abgelehnt hat und dass man es dann aus pragmatischen Gründen beispielsweise akzeptiert. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe da keine starke Meinung. Ich glaube, was eher unser Streitpunkt ist, ist Toleranz, ist Toleranz weniger achtens, also achtet mal, wenn man sagt, ich toleriere etwas, diese Sache, die man toleriert, weniger, als wenn man sagt, man akzeptiert es. Das ist ja deiner Ansicht nach, ne? Dass Akzeptanz irgendwie wertschätzender ist oder respektierender ist als Toleranz. Das sehe ich nicht so. Ich würde eher sagen, Akzeptanz ist ein skalarer Begriff, der zwischen. Man kann ja sagen, ich akzeptiere das absolut versus ich kann das akzeptieren. Ja, aber wie ist Akzeptanz im Vergleich zu Toleranz? Also man kann sagen, dulden ist das Niedrigste, wenn man jetzt etwas, wenn man etwas eigentlich ablehnt, aber ja, man findet, man sagt nichts, ne? Dann ist es erst dulden, meiner Ansicht nach. Ja. Und dann sagst du ja, dann kommt Toleranz und dann kommt Akzeptanz. Ja, ja, also. Und bei mir wäre, glaube ich, erst Akzeptanz und dann Toleranz. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns. Das ist doch eine gute Frage, ja. Ihr könnt ja dann, nachdem ihr die Folge gehört habt, abstimmen. So ein Ranking, So, ich hoffe, wir müssen euch jetzt echt nicht in den letzten 20 Minuten hier gelangweilt mit unseren aneinander vorbeireden. Aber vielleicht könnt ihr uns das helfen aufzulösen. Und vielleicht werden alle ganz eindeutig sagen, ja, mein Gott, was hat denn Paul für ein Problem? Es ist doch offensichtlich. Wenn die alle sagen, was habt ihr denn überhaupt für ein Problem? Ich bin schon froh, dass ich die 6 Konzeptionen noch weiß, 6 Bestandteile noch weiß. Genau. Okay, ja, also ich. Ja, ich fand es einfach interessant, mal zu gucken, wie man eigentlich Toleranz definieren kann, um dann eben in Zukunft in solchen Diskussionen zu gucken, naja, ist das überhaupt Toleranz, was Onkel Friedhelm da fordert? Aber auch in einem anderen Beispiel muss ich das, was Onkel Friedhelm sagt, tolerieren, zum Beispiel. Ja. Genau. Deshalb finde ich, das war mir wichtig irgendwie. Ja. Ja. Finde ich auch. Ich habe auch viel gelernt, auf jeden Fall. Also, das klingt jetzt wie so eine Floskel, aber ich meine es ernst. Ich irgendwie Dinge gelesen habe und dachte so habe ich das noch nie gesehen, aber es stimmt voll. Ja, finde ich gut. Mhm. Also, genau. Okay, ja, dann hoffen wir, dass ihr auch was davon mitnehmen konntet und hören uns hoffentlich nächste Woche. Tschüss.